Guten Morgen, Kinder, und wir starten wie jeden Tag. Ihr müsst etwas Schönes über Frau Diva sagen, eure Lieblingslehrerin. Und wir machen das heute ganz besonders. Ihr schreibt es bitte an die Tafel. Wie wär's, Julian? Du hast schon lange nichts Schönes über mich gesagt. Ach so, ich muss jetzt an die Tafel. Oh, oh, meine Hand tut ganz weh. Nein, nein, Frau Diva, tut mir leid, ich kann nicht mit Kreide schreiben heute. Geht nicht. Vielleicht wollen die anderen ja. Naja, gut. Also, dann Kinder, lasst mal hören. Ines? Frau Diva, also mein Hamster ist gestorben und deswegen, will ich jetzt nicht an die Tafel. Oh, na gut, also Steve, wie sieht's bei dir aus? Also Frau Diva, ganz ehrlich, mir fällt einfach nichts ein. Also, Sie haben schöne Füße oder so, keine Ahnung. Na toll, also nächste Reihe. Also Sie haben ausgesprochen schöne Hände. Also die Füße weiß ich nicht, aber die Hände sind ganz okay. Nein, also auch das sollst du nicht an die Tafel schreiben. Der nächste bitte. Also bei Ihnen habe ich Lesen und Schreiben gelernt und dafür bedanke ich mich bei Ihnen. Also auch sowas wollte ich nicht hören. Danke, aber nein, du sollst jetzt vielleicht sogar mein Aussehen sagen. Okay. Also Frau Diva, ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Das interessiert mich nicht. Ich möchte was Vernünftiges hören über mein Make-up, über meine Haare. Sarah, letzte Chance. Also ich habe letztens gesehen, dass Sie ein rotes Auto haben. Das finde ich richtig schön. Kinder, so war das nicht gedacht. Also vielleicht Lippenstift, Make-up, Wimperntusche, irgendwas Vernünftiges. Frau Diva, also ich bin ja der Klassensprecher und ich wäre dafür, dass wir das nicht mehr machen. Also bitte nicht mehr. Ich will lesen und schreiben, also ich kann schon, aber ich will mehr lernen. Ja, und lesen und schreiben, das lernst du nur, wenn du vorne an die Tafel kommst und was Schönes anschreibst. Also los, Julian. Oh, super, natürlich. Mich muss es wieder treffen. Hättet ihr nicht irgendwas sagen können, Steve? Du mit den Füßen, also bitte. Also gut, Kinder, ihr werdet jetzt sehen, wie man das macht. Euer Klassensprecher Julian macht's vor. Ja, natürlich, ich mach das jetzt vor. Ich muss nur meine Aufwärmübung machen. Oh, was soll ich nur schreiben? Mir fällt doch nichts ein. Julian, ich warte. Ja, ich muss mir ja was einfallen. Sie sind einfach so schön und so hübsch. Da gibt es so viel zu schreiben. Super. Okay, ich hab was gefunden. Frau Diva ist schön. So, fertig, aus. Oh, das ist ja eine Frechheit. Wie, ich bin nur schön? Oh, Julian, also wenn das so weitergeht, müssen wir mit deinen Eltern reden. Ja, bitte reden Sie mit meinen Eltern. Die werden Ihnen auch sagen, dass es einfach nicht geht hier. Oh Mann, oh Mann. Das ist doch nicht euer Ernst. Immer wieder diese Klasse. Wo seid ihr denn? Der Bus wartet. Julia, was wird das denn? Geh weg von meinen Füßen. Oh, Hetzelig, endlich sind sie da. Oh, Frau Diva, die spielt wieder total, die dreht wieder total am Rad. Wer hat denn diese Krickeleien eingeschrieben? Frau Diva ist schön. Also sowas schreibt man, also klar, aber warum schreibt man denn sowas? Ja, also ich reg mich auch darüber auf. Ich bin nicht nur schön, ich bin die schönste Lehrerin überhaupt. Oder die schönste Frau in ganz Playmobil City. Hetzelig, bitte befreien Sie uns. Und was für ein Bus? Worum gehen wir denn? Julian, war wieder klar, dass du der Letzte bist, der davon mitbekommt. Heute gibt es doch wieder Lehrer versus Schüler und ja, wir warten auf dich. Also natürlich, eins muss ich Ihnen sagen. Uns wird hier nie was gesagt, aber ich freue mich. Auf geht's. Super, Kinder, und ihr bitte auch alle in den Bus. Wir wollen natürlich mit der gesamten Schule jetzt dahin. Denn heute findet das Lehrer versus Schüler im Gymnasium statt. Die haben uns eingeladen. Mhm. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen hier zum Bio-Quiz-Duell am Gymnasium von Playmobil City. Ja, heute findet das mal hier statt. Aber nicht wir werden hier teilnehmen, sondern die Lehrer der Grundschule und auch die Schüler der Grundschule. Aber wir werden das hier veranstalten. Vielen Dank für die Idee, Hanna Vogel. Auf dieser Seite die Lehrer. Ich habe schon gehört, ihr seid nicht so erfolgreich, oder? Und hier dann auf dieser Seite die Schüler. Du bist doch dieser Mario. Du kommst auf keinen Fall auf meine Schule, damit das klar ist. Du machst ja nur Ärger. So, und die beiden Damen übernehmen das hier heute. Die Tessa und die Hanna. Ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß hier beim Quizduell heute. Möge der Bessere gewinnen oder der Klügere oder die Lehrer. Weil ich bin auch ein Lehrer. Ich bin für euch. Herzlich willkommen an alle, ich bin Tessa Schnösel, eure Chefmoderatorin heute und neben mir ist meine Co-Moderatorin Hanna Vogel. Co-Moderatorin, was soll das denn heißen, Tessa? Du bist ja heute nicht der Chef, wir stellen einfach nur die Fragen. Also eine kleine Differenz zwischen uns beiden, aber sie scheint damit total überfordert zu sein, deswegen bin ich ja auch die Chefin. Wir starten mit der ersten Frage. Oh Mann, Leute, ich hoffe, wir gewinnen heute, aber beim letzten Mal wart ihr noch nicht dabei, oder? Wir sind heute dran. Ja, genau, die beiden anderen Mädels sind krank. Schüler vor! Nein, ich bin für Mr. Hansen. War ja klar, Pia. So, danach gibt es Pudding für alle, hoffe ich zumindest. Was? Nein, um Pudding geht's hier doch gar nicht. Das ist nicht Teil des Regelwerks. Wir fangen mit der ersten Frage an. Okay, Leute, seid ihr bereit? Welcher Fisch kann auf Bäumen klettern? A. Der Pfützenhai. B. Der Schlammspringer. C. Der Schneeschleicher. Oder D. Der Regenhering. Was ist das denn für eine Frage? Wie sollen wir das denn bitte wissen? Ist doch klar, dass das nur die Lehrer wissen. Oh Mann, das ist sowas von unfair. Mann, oh Mann, wo sollen wir denn sowas wissen? Ich habe auch Bio, aber ich habe sowas noch nie gehört. Ich kann mir die Namen überhaupt nicht merken.
Könnt ihr beim nächsten Mal vielleicht eine ein bisschen schwieriger Frage aussuchen? Also, das ist ja ziemlich einfach. Das ist natürlich der Pfützenhai. Habe ich letztens bei Discovery Channel gesehen. Die Antwort war natürlich falsch. Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja kein Biolehrer. Aber normalerweise müsste ich das wissen. Aber ich habe noch nie was von diesem Fisch gehört, der auf Bäume klettern kann. Was? Oh, das kann doch nicht sein. Was sind das denn für Fragen? Oh, ich werde auf jeden Fall verlieren heute. Und wir auch als Schüler. Ja, okay. Es war doch der Regenhering. Ja, ich weiß es. Nein, jeder hat nur eine doch, Antwort. Jetzt es war der Regenhering. Dran. Herr Chillig, bitte. Also ich sage, es ist... Ich sag, es ist B, der Schlammspringer. Das ist richtig. Phänomenal. 10 Punkte für die Lehrer. Super. Oh, ganz yes. Toll, Herr Chillig. Oh, toll, Max. Toll. 10 Punkte für uns. Na, ihr Schüler. Ich sag euch, dieses Spiel ist wieder manipuliert. Das war die richtige Antwort. Der Pfützenhai und auch der Regenhering. Ich weiß es nicht. Oh, Mario, du erzählst total den Quatsch. Vielleicht bist du einfach mal still, wenn du keine Ahnung hast. Das macht ihr doch nur, weil ihr die Lehrer seid. Hä? Das macht ihr doch extra, damit hier alle hier schön später auf diese Schule kommen. Ich möchte gar nicht auf diese Schule, ist mir egal. Ich bin jetzt weg. Was? Wir sind doch nicht für die Lehrer. Na gut, ich bin für Mr. Handsome, aber auch nur, weil er so wunderschöne Haare hat. Oh Mann, diese Haare. Also gut, wir kommen zur nächsten Frage. Welches Tier hat sehr große graue Ohren? Ist es A, der Löwe, B, die Giraffe, C, die Maus oder D, der Elefant? Graue Ohren, aber ich meine, okay, der Löwe hat doch auch große Ohren oder die Giraffe. Oh, ich war nie gut in Biologie. Mr. Handsome, das wissen Sie doch. Sie müssen die Punkte unbedingt holen. Mr. Handsome, los! Hier, ich will. Ja, die Schüler? Der Elefant ist die Antwort. Oh, yes, das habt ihr Lehrer davon. Na, wie war das jetzt eben noch, Herr Chillig? Wir haben die Punkte. Was ist denn jetzt, Hanna? Ist das richtig? Ja, klar, richtig. 10 Punkte für die Schüler. Oh, super, klasse, Glückwunsch. Ich war total nervös, aber ich hab's trotzdem geschafft. Super gemacht. Das war doch nur Glück, als ob das keiner weiß. Also okay, ich hätte jetzt Maus gesagt, aber Elefant hätte ich auch gewusst, ja. Also ganz ehrlich, Mario, ich verstehe nicht, wie bist du in die 4. Klasse gekommen? Das geht doch gar nicht. Bist du vielleicht schon 15, 16 Jahre alt? Oh, Mr. Handsome, ich bin da so traurig, dass Sie das nicht wussten. Also, sind Sie jetzt ausgeschieden? Mr. Handsome, soll ich Sie trösten? Sie sehen gar nicht gut aus. Pia, du brauchst sind jetzt eigentlich nicht weinen. Nein, ich kann auch also, gleich nochmal weiter... Also, ich bin wirklich traurig. Bitte nicht. Oh Gott, die hat sich ja gar nicht geändert. Also gut, kommen wir zur Runde Nummer 3. Cousine, du weißt ja schon, dass das meine Frage ist, oder? Das ist dir schon klar, oder? Aber Tessa, du hast doch erst die nächste Frage mit den Knochen, du weißt schon. Ach so, naja, das ist selbstverständlich. Ich als Chefmoderatorin weiß das natürlich. Das war nur ein Test, ob meine Co-Moderatorin auch noch bei der Sache ist. Oh Mann, in Biologie war ich irgendwie noch nie gut. Also in Kunst vielleicht, aber Bio, oh nein, das ist nicht mein Fach. Oh Mann, ich bin so nervös. Ich werde diese Frage doch niemals hey, du schaffst das. Beantworten können. Also gut, kommen wir zur nächsten Frage. Welches Tier kann seine Hautfarbe jederzeit an seine Umgebung anpassen? Ist es A, das Chamäleon, B, die Katze, C, die Eidechse oder D, der Igel? Was sind das denn für Antwortmöglichkeiten? Davon ist gar nichts richtig, Hanna. Natürlich! Tessa, lässt es sein, bitte. Das ist natürlich, da ist natürlich eine richtige Antwort dabei. Macht bitte weiter, Kinder. Oh, Tessa, lass es doch jetzt mal. Also, wer möchte antworten? Ah, ich sehe, die Schüler möchten antworten. Chamäleon ist das. Super! Das sind dann 20 Punkte oh, für klasse, die Schüler. Also, ich wusste das nicht ganz genau. Ich war so nervös. Oh, wenn jetzt mal eine vernünftige Frage über Make-up oder so gekommen wäre, aber nein, immer nur über Tiere. Also, Frau Diva, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum ich Sie als Lehrerin eingestellt habe. Wie kann man so eine Frage nicht wissen? Max, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Das ist nur ein Quizduell gegen Schüler. Außerdem weißt du auch nicht jede Frage. Jetzt bleib mal locker. Ist mir doch egal. Dafür weiß ich heute aber alle Fragen. Und das sollte sie auch. Ich will nicht wieder gegen die Schüler verlieren. Na gut, dann kommen wir wohl zur nächsten Runde. Tessa, jetzt bist du dran. Ach, danke, Cousinchen. Das wurde jetzt auch langsam mal Zeit. Ich muss dich natürlich überprüfen als meine Co-Moderatorin. Ich bin hier die Chefin. Tessa, bist du nicht? Du bist nicht die Chefin. Und los, jetzt mach schon. Also gut, hört alle gut zu. Wie viele Knochen hat der menschliche Körper? A, 246, B, 3, C, über 400 oder die Antwort D, 206? Kann ich vielleicht die nächste Frage haben? ich hab keine Ahnung, oder? Warte, denk nach. Oh Mann, das war ja sowas von klar. Wie kannst du das nur nicht wissen? Ist doch klar, dass das nur 3 Knochen sind. Kann ich jetzt bitte die nächste Frage haben? Nein, Julian, das geht nicht. Du musst schon diese Frage beantworten. Julian, ich bin zwar deine Lehrerin, aber immerhin ist hier immer noch Lehrer versus Schüler. Deshalb muss ich natürlich auch antworten. Meine Antwort ist 206. Also, Julian, tut mir leid, aber das ist richtig. Was? Nein, dann kann ich bitte die nächste Frage. Oh, nein. Super, natürlich. Das war ja sowas von klar. Also wirklich, die Vögel, die wissen einfach gar nichts. Julian.
Julian, mach dir nichts da draus. Was sind das denn für Fragen? Ach, Bio, das hast du einfach noch nicht so. Wer hat diese Frage überhaupt ausgesucht? Julian, nur weil du nicht imstande dazu warst, diese Frage zu beantworten? Also wirklich? Sorry, Leute, ich wusste es halt nicht. Tut mir wirklich leid. Vielleicht in der nächsten Runde. Ach, Julian, nicht schlimm, nicht schlimm. Das kriegst du noch hin. Oh Mann, die Fragen sind wirklich hart. Ich bin zwar schon in der 5. Klasse, aber die Frage hätte ich auf jeden Fall nicht beantworten können. Ich weiß nicht. Also heute bin ich echt nicht gut drauf. Ich glaube, heute schaffe ich das nicht. Ich bin echt schlecht. Na, Julian, wie schmeckt dir das? Da haben die Lehrer wieder richtig geantwortet. Und wie sieht's mit dir aus? Max, ich sag's jetzt nicht wirklich nochmal. Was denn, Schatz? Du bist Lehrer, du hast hier eine Vorbildfunktion. Du kannst dich hier nicht aufführen und die Schüler irgendwie erniedrigen. Also wirklich. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Aber Anna, Schatz, wir gewinnen. Wir gewinnen wirklich. Oh, ich glaube, das wird heute was. Ich glaube, das wird heute bei mir gar nichts. Ich hoffe, vielleicht kann ich wenigstens eine Frage richtig beantworten. Also kommen wir jetzt zum großen Finale mit eurer Chefmoderatorin Tessa Schnösel. Oh, Tessa. Es steht 60 zu 60. Wer wird die nächste Antwort geben? Julian, los, streng dich an. Ich weiß, dass du diese Frage beantworten kannst. Ich glaube eher nicht. Ich habe sowieso schon verloren. Tut mir leid, Leute. Ich sag's jetzt schon. War ja klar, dass der im Finale ist. Naja gut, ich habe auch keine Frage richtig beantwortet. Aber der wird auf gar keinen Fall eine Frage richtig beantworten. Hey, hör auf so zu reden über meinen besten Freund. Julian, du schaffst das. Gegen den sowieso, Hexel, ich weiß gar nichts. Buh. Steve, sag mal froh, dass du nicht Unterricht bei mir hast. Aber gut, heute ist ja auch Lehrer versus Schüler. Julian, tut mir leid, aber heute wirst du nicht gewinnen. Heute gewinnen die Lehrer. Ja, das kann sein, das kann sein. Ja, los, letzte Frage. Also gut, kommen wir zur letzten Frage. Wie viele Muskeln hat der Körper? A, 5, B, 80, C, 656 oder D, 1412? Also ich glaube, es sind 80, oder? Ja, 80. Oh, bitte, bitte, bitte. war ja klar. Das ist natürlich falsch, Julian. Die Antwort ist D, 1412. Das ist richtig. Nee, Herr Chillig, tut mir leid, aber da haben Sie nicht recht. Und Julian, du auch nicht. Julian, überleg doch mal, du weißt das. Warte, also 5 könntest du dann aufgacken. Ich sag C, 656. Oh, bitte, 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 bitte. Das ist richtig, Julian. Ja, yeah, Julian, super. 70 Punkte für die Schüler. Also das kann doch wirklich nicht sein. Die Schüler haben gewonnen gegen die Lehrer, aber wieso? Die Schüler sind doch nicht intelligenter. Und dann auch dieser Julian, oh, mein Cousin. Yeah! Hey Leute, ihr hättet niemals gedacht, dass diese Antwort weiß. Schüler vor! Das war's wohl, Herr Chillig. Oh, guck dir das mal an, wie die am Feiern sind. Das ist doch nicht fair. Ich wollte gewinnen. Aber du musst doch den Schülern auch noch gratulieren. Oh, ja, ist ja gut. Herr Chillig, warten Sie. Also, Sie waren heute echt gut und ich habe halt ein bisschen Glück gehabt. Ja, auch ich sehe es ein. Ich hatte ein bisschen Glück. Ja gut, junger Mann, heute habt ihr nochmal gewonnen, aber ich verspreche dir, im nächsten Duell werden wir gewinnen. Naja, da wäre ich mir nicht so sicher. Wir haben gewonnen! Julius, das ist mir egal, was du sagst. Nein, wir machen das jetzt, das müssen wir machen, das ist ganz wichtig. Oh, Julius, hör auf zu diskutieren. Ich habe das jetzt gemacht und gut ist, wir sehen morgen weiter. Das wird sowas von witzig. Oh, ich freue mich richtig auf morgen. Oh, das wird ein richtig cooler Tag, glaube ich, in der Schule. Oh nein, Julian ist schon wieder allein in meinem Zimmer. Julian, was machst du da? Ich? Gar nichts. Ich wollte nur mit Julius telefonieren und naja, ich brauche dafür in ein ruhiges Zimmer? Action. Ja, ich habe nichts gemacht. Oh Mann, du hast bestimmt wieder irgendjemandem über mein Handy geschrieben. Das prüfe ich jetzt erstmal. Also Hanna, mir sowas vorzuwerfen. Ja, okay, ich habe es paar Mal gemacht, aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Wirklich, Julian Vogel lernt aus seinen Fehlern. Du hast gelernt? Also ich glaube dir nicht. Ich werde das jetzt sofort überprüfen. Okay, aber anscheinend hast du keinem meiner Freunde geschrieben. Na, siehst du, ich hab gesagt, ich habe mich geändert. Ich mach nicht nur Pranks und sowas. Ich werde erwachsen. Ich werde reif. Ja? Ich glaube, ich guck lieber noch mal ganz genau. Oh, Pia schreibt mir gerade. Hanna, bist du da? Ist ganz dringend. Ja, ich bin da. Was ist denn los? Was ist denn so dringend? Na, da bin ich ja mal gespannt. Ah, sie schreibt wieder. Okay. Super. Was kommt jetzt wohl? Was ist denn wohl so dringend? Mann, ich bin schon total gespannt. Du weißt wegen morgen Bescheid, ne? Morgen? Was ist denn morgen? Habe ich irgendwas vergessen? Was ist denn wohl morgen? Hat Herr Grupp irgendwas gesagt? Oder treffen wir uns nachmittags? Wie? Ach, ist morgen nochmal Sportfest? Oh, nee, das war doch letztens schon. Okay, also Pia
schreibt zwei Fragezeichen. Also, sie scheint irgendwie erstaunt zu sein, dass ich nicht Bescheid weiß. Wir müssen morgen mit der neuen Schuluniform zur Schule kommen. Schuluniform? Hä? Hab ich ja noch nie von gehört. Ganz wichtig ist das. Ich weiß überhaupt gar nichts von der Schuluniform. Das höre ich gerade zum allerersten Mal. Wie soll denn unsere Schuluniform bitte schön aussehen? Das hat keiner gesagt. Ich weiß von nichts. Warum habe ich das denn wohl nicht mitbekommen? Wenn Pia das schreibt, dann wird das ja wohl stimmen. Wann wurde das denn wohl gesagt? Wann habt ihr das besprochen? War ich irgendwann nicht da oder so? Oder gab es vielleicht einen Elternbrief, den ich verloren habe? Oder vielleicht ist der noch in meiner Tasche? Oh Mann, kann doch nicht sein. Böser Smiley, letztens. Okay, echt? Habe ich da etwa geträumt? Vielleicht war ich mit Gedanken wieder bei Dave oder bei Philipp. Hat doch Herr Grob gesagt. Ah! Wann das denn? Ich weiß das überhaupt nicht. Da warst du krank, stimmt. Krank? Ich war doch gar nicht krank. Wann soll das denn gewesen sein? Ich war doch eigentlich immer gesund in letzter Zeit. Oder als ich mein Bein gebrochen hatte? Keine Ahnung. Die Uniform liegt bei dir im Schrank. Hatte ich letztens gesehen. Hä, woher weiß Pia denn, was in meinem Schrank ist? Ja, irgendwann. Okay. Also denk dran, in meinem Schrank? Na, muss ich mal nachsehen. Vielleicht hat Mama die da wohl reingelegt? Oder Papa? Bis morgen. Okay, ja, danke fürs Bescheid sagen. Boah, wenn Pia mir das jetzt nicht gesagt hätte, das wäre echt blöd morgen geworden. Zum Glück habe ich meine beste Freundin, die mir immer Bescheid sagt, wenn irgendwas wichtig ist. Ich gucke sie mir jetzt gleich erstmal an. Hoffentlich sieht die schön aus. Eine echte Schuluniform. Das gibt's doch nicht. Und noch ein Kuss-Smiley für Pia. Oh Mann, da bin ich so gespannt. Da werde ich sofort mal in den Schrank reinschauen. Also Pia meinte bestimmt den Schrank von Mama und Papa. Da werde ich sofort jetzt mal reingucken. Und eine Schuluniform finde ich schon irgendwie cool. Habe ich schon manchmal in Filmen gesehen. Wenn die hübsch ist, ja, warum eigentlich nicht? Kinder, beeilt ihr euch, ihr kommt gleich alle zu spät. Oh, typisch Familie Vogel, total das Chaos am Morgen. Oh, Mama, ich bin ja schon da. Oh Mann, diese Kita ist echt sowas von anstrengend. Das halte ich nicht lange durch. Was soll nur aus mir werden? Ach Emma, du bist ja auch noch da. Soll ich dich in die Kita bringen, oder? Nein, das kriege ich alleine hin. Malik kommt mir entgegen. Wir wohnen ja fast in derselben Ecke. Ach Emma, wird so schnell selbstständig. Sei vorsichtig, Emma. Ich hole dich dann später ab, okay? Hey, guten Morgen. Du, sag mal, also, Hanna ist noch nicht weg, oder Mama? Nein, die ist noch oben. Aber Julian, du musst dich beeilen. Du bist sonst zu spät. Ach Mama, aber ich möchte meiner Schwester guten Morgen sagen. Ich möchte mich bessern. Und naja, in letzter Zeit war ich ziemlich fies. Deswegen dachte ich, ich warte hier und wünsche ihr einen schönen guten Morgen. Also, irgendwie habe ich mir eine Schuluniform anders vorgestellt. Aber, naja, wenn Herr Grob das so gesagt hat. Oh, guck mal, guck mal. Guten Morgen, Hanna. Hanna, hi. Was hast du denn da an? Das habe ich ja noch nie an dir gesehen. Ja, das ist meine Schuluniform. Sieht cool aus, oder? Ja, super cool sogar. Ich wünsche viel Spaß in der Schule. Bestimmt haben alle anderen auch eine Schuluniform an. Hanna, lass mich das nochmal kurz sehen. Was für ein cooles Outfit und die Schuhe erst. Wow, so eine Schuluniform hätte ich auch gerne gehabt. Ja, also so richtig schlecht finde ich es eigentlich auch nicht. Und auch passend zum Winter. Und die Schuhe sind echt lustig. Und alle haben dann das Gleiche an. Naja, vielleicht die Jungs ein bisschen was anderes, aber wir werden alle aussehen wie kleine Wichtel. Richtig cool. Ich wurde schon ein paar Mal auf der Straße so angeguckt und angelacht. Vielleicht fanden die einfach das Outfit cool oder haben jetzt schon ein paar Kinder damit gesehen. Werden ja ganz viele jetzt damit rumlaufen. Die ganze Schule wird so rumlaufen, alle in grün und rot. Das wird echt witzig. Oh nein, warum haben die denn alle... Die haben alle keine Schuluniform an. Das gibt's doch nicht. Oh, wahrscheinlich habe ich mich im Tag vertan und die ziehen die doch erst morgen an oder so. Oh. Hey, guck dir die mal an. Wie sieht die denn aus? Sieht ja aus wie so eine Schuluniform. Oh Mann. Haben die gerade über mich gelacht? Guck dir das mal an. Kommt mir schon ein bisschen komisch vor.
Ah, Hanna, Hanna, du hast ja was Schönes an. Also das hatten wir zu meiner Schulzeit auch noch an. Sehr hübsch, sehr hübsch. Endlich, endlich mal. Also, Herr Grupp, Sie haben doch gesagt, dass wir das anziehen sollen. Nein, also ich empfehle es euch, aber nein, natürlich müsst ihr das nicht anziehen. Wie die aussieht, habt ihr die gesehen? Die hat ja eine Schuluniform an. Das sieht ja total cool aus, wie bei Aladdin oder so. Oh nein, das kann doch echt nicht wahr sein. Pia, was hast du mir angetan? Oh Mann, und selbst Pia hat so ein Outfit nicht an. Was sollte das denn? Du, Becky, hat Anna gerade wirklich eine Schuluniform an? Also ich glaube, ich träume. Also schon ein bisschen witzig, aber ich sollte nicht lachen, weil das wird ihr nicht gefallen. Pia, komm mal hier hin. Pia! Hanna, was ist denn los? Ich wusste nicht, dass schon Weihnachten ist oder bist du jetzt hier als Wichtel unterwegs? Pia, warum lachst du über mich? Du hast mir doch gestern geschrieben, dass ich eine Schuluniform tragen muss. Nein, ich habe dir nicht geschrieben. Also Hanna, ich muss sagen, trotzdem siehst du wirklich sehr, sehr süß aus, muss ich sagen. Steht dir. Oh, Philipp, jetzt nerv mich nicht. Ich habe dafür gerade keine Zeit. Es ist so peinlich. Hanna, jetzt mal wirklich, ich habe dir nicht geschrieben. Du kannst mir aber glauben. Ich habe doch deinen Namen gesehen und dein Bild. Natürlich hast du mir geschrieben. Und du hast geschrieben, dass es in dem Schrank wäre. Hä? In wessen Schrank denn? Im Schrank vom Weihnachtsmann? Wie siehst du denn aus? Frisch aus der Weihnachtsbäckerei. Oh Mann, das ist sowas von peinlich. Das ist der peinlichste Tag überhaupt. Ich muss mich verstecken. Oh Mann, da mache ich sofort ein Foto von. Das kommt auf Instagram. Ja, ich warne dich. Wenn du jetzt ein Foto von ihr machst, dann siehst du dein Handy nie wieder. Dann musst du sie erst fragen. Ich wollte doch nur ein Foto machen. Also es sieht doch voll witzig aus. Ja, sieht's aber trotzdem. Oh Mann, das ist so peinlich. Die ganze Schule wird über mich lachen. Ich im Wichtelkostüm. Oh Mann. Also Hanna, also ich weiß, dass du denkst, das ist eine Schuluniform, aber es sieht echt witzig aus. Und wenn das die 10-Klassler erst sehen, oh Mann, das wird so witzig. Oh Mann, du bist eine Hilfe, Philipp. Das ist nicht das witzig. War doch nur ein Spaß. Überhaupt gar nicht witzig. Ich muss nach Hause. Herr Grupp, ich glaube, ich bin krank. Ich muss nach Hause. Hanna, aber eben war noch alles gut. Nee, geh mal bitte erst in den Unterricht und du gehst vielleicht erst mal rein. Also mit dem Outfit wäre mir auch ein bisschen kalt. Oh nein, wie soll ich diesen Tag nur überleben? Also wo ich das jetzt auch gerade sehe, also eine Überlegung wäre es wert, das als Schuluniform vielleicht einzuführen, aber nein, heutzutage nicht mehr. Oh Mann, ich muss mich verstecken. Aber wo? So, ich werde jetzt den ganzen Tag hier auf Toilette bleiben und mich verstecken. Dann sollen die anderen mich suchen, aber ich komme hier nicht mehr raus. Mann, oh Mann, ich habe voll das schlechte Gewissen. Voll viele haben sie ausgelacht und ich muss sie echt aufklären. Hanna? Können wir kurz reden? Hanna? Hey, egal wer der ist, hier ist besetzt und zwar den ganzen Tag. Du Hanna, hier ist Julius. Ich hab was Wichtiges zu sagen und zwar hab ich dir das gestern geschrieben, das per WhatsApp. Was? Du warst das? Aber das geht doch gar nicht. Da stand doch Pia. Hast du Pias Handy geklaut? Nein, das war anders. Und zwar hat Julian einfach meine Nummer als Pias Nummer abgespeichert und hat einfach Pias Foto da reingemacht. Das war echt, naja, seine Idee und dass das so endet, ach. Oh Mann, das war sowas von klar. Der war mir gestern den ganzen Tag viel zu brav, also viel zu verdächtig. Weißt du was, Hanna, ich werde mich darum kümmern, dass du hier wegkommst. Herr Grob! Oh, mein Lieblingsschüler, der Julius. Na, möchtest du heute wieder die Hausaufgaben vortragen? Ich weiß, du hast sie jedes Mal. Sehr gut, ich weiß. Heute nicht. Wir haben hier einen Notfall an der Schule. Und zwar Hanna Vogel. Die ist ganz krank. Die hat ein Virus, glaube ich. Was? Ein Virus? Mein Julius, also wenn du das sagst, dann wird das stimmen, mein Lieblingsschüler. Ja, und ich meine, Sie können auf mich zählen, Herr Grob. Ich sag die Wahrheit. Und ich würde Sie auf jeden Fall gern nach Hause begleiten. Wer weiß, ob sie nicht noch zusammenklappt. Ach, Julius, du bist immer so vorbildlich. Naja, ich schau mal kurz nach Hanna. Hanna, ich habe gehört, dir geht's nicht so gut. Du bist krank. Ich bin krank. Das hat mir der Julius erzählt. Ja, ich bin krank. Herr Grob, kommen Sie nicht näher. Das kann total ansteckend sein. Ja, wer weiß, was das für ein Virus ist. Oh, oh. Ach, natürlich, Julius, du hast recht. Ach, so vorbildlich und so gut in der Schule. Kümmerst du dich bitte darum und bringst sie nach Hause? Danke. So, Hanna, das war jetzt eine Notlüge. Ich habe Herrn Grob ganz schön angeflunkert. Naja, aber das ist ja auch alles wegen mir. Komm, ich bring dich nach Hause. Oh Mann, Julius, ich weiß, man darf nicht lügen, aber das war echt nur eine Notlüge. Danke, dass du das für mich gemacht hast. Oh, stell dir mal vor, wie die anderen Schüler, die 10-Klässler auf mich reagiert hätten, wenn die mich gesehen hätten. Oh Mann, das wäre gar nicht auszudenken. Aber Julian immer und seine Pranks, die gehen manchmal total nach hinten los. Und weißt du was, Hanna, wenn du was gegen Julian machen willst, ich helfe dir dabei, auch als dein Freund. Oh Mann, das ist mal eine Idee. Und Julians Freund will mir sogar helfen, sich zu rächen bei ihm. Oh Mann, so viel Papierkram. Wie soll ich das bloß alles schaffen? Mama und Papa, warum könnt ihr das nicht selber machen? Oh, weil jeder hier seine Aufgaben hat. Und das ist eben deine Aufgabe. Und du bist nun mal die Schlauste von uns allen.
Hm? Ja, Mama, ich werde mein Bestes geben, aber ich kann nicht versprechen, dass Sie das noch rechtzeitig einreichen können. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ach, Sandra, ich weiß gar nicht, was wir ohne dich machen würden. Der Papa wäre total aufgeschmissen. Ich finde das toll, dass du das alles für uns machst. Oh, Mama, du glaubst nicht, was schon wieder passiert ist. Ach, Julian, Mama. Schrei doch nicht hier rum. Ich versuche Fernsehen zu gucken. Ach, Mann. Oh, Julian, hoffentlich hat es jetzt geklappt, endlich mit der Einschulung in die erste Klasse. Oder bist du wieder durchgefallen? Nein, ich soll wieder zurück in die Kita. Die haben mir irgendwelche Fragen gestellt, aber ich kann das alles nicht so beantworten. Ich meine, was ist 2 plus 2? 5 oder 4 oder 6? Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht so schwer sein, in die erste Klasse zu kommen. Also, ich würde gerne endlich in die Schule gehen. Ich musste ja gar nicht in die Kita, denn dafür war ich viel zu schlau. Oh, du bist jetzt mal ruhig. Heute geht es nicht um dich, ja? Wir wissen, du bist super schlau. Also, ich verstehe das einfach nicht. Könnt ihr nicht ein bisschen leiser sein? Ich versuche, Fernsehen zu gucken. Und diese Nachrichten sind einfach so kompliziert. Julian, wenn du es nicht schaffst, alleine in die erste Klasse zu kommen, dann muss deine Mutter dir helfen, wie bei allen anderen Sachen auch. Ja, entschuldige, aber manche Sachen kriege ich halt nicht hin. Was sind das überhaupt für Aufgaben? Brauche ich die später überhaupt? Also, das ist hier unsere Tafel, unsere zweite Schule. Die erste ist kaputt gegangen, frag gar nicht. Und dann haben wir hier unten noch so eine Rechenhilfe. Das finde ich ziemlich cool. Oh, meinst du, ich sehe das nicht, oder was? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Entschuldige, ich wollte das doch nur alles hier zeigen. Du bist doch neu hier. Ja gut, dann lass ich dich in Ruhe. Komm doch mal mit mir mit. Ich zeig dir die anderen Räume, die Toiletten und so. Oh, jetzt geht endlich diese Schulführung los. Aber eigentlich interessiert mich das alles nicht. Ich bin doch nur hier, damit Julian endlich eingeschult werden kann. Also sie hat bestimmt keine Kellogg-Leute gefrühstückt. So schlecht, wie die gelaunt ist. Oh Mann. Mann, Leute, ich habe gar keine Lust auf Mathe jetzt. Ich träum doch, oder nicht? Nein, nein, ich bin heute Morgen aufgestanden und ich habe meine Kelloggs gegessen, aber ist das nicht die Mutter vom großen Julian? Also Julian, du wirst immer verrückt, habe ich das Gefühl. Das ist doch ein Kind, das siehst du doch, wie klein die ist und so. Das ist eine Schülerin. Oh, Steve, sag mir bitte nicht, dass sie in unserer Klasse ist. Bitte sag alles, nur nicht das. Doch, die ist in unserer Klasse. Oh nein! Steve, kannst du mich kneifen oder irgendwas hauen oder so, damit ich weiß, dass ich nicht träume, aber ich hoffe, ich träume. Oh, doch nicht so doll. Oh Mann, ich bin wach, ich träume nicht. Also Steve, ich möchte dir heute dann nur was mitteilen. Heute wird der schlimmste Tag deines Lebens, ich sag's dir. Julian, jetzt machst du mir aber Angst. Wer ist dieses Mädchen? Und warum? Oh, also, Schule an sich ist schon schlimm genug. Und jetzt noch schlimmer? Wie kann das nur gehen? Oh Mia, wo bleibst du denn? Mia, komm schon. Sonst will sie sich noch neben mich setzen. Bitte nicht. Hallo Kinder, vielleicht habt ihr sie schon gesehen. Wir haben heute eine neue Schülerin. Oh, ich seh schon, komm, ich seh schon, komm. Mia ist nicht da und sie sitzt neben mir. Oh nein. Also Kinder, sagt schön Hallo zu der Neuen. Vielleicht möchtest du dich auch vorstellen. Oh, wie können Sie es wagen, mit dem Finger auf mich zu zeigen? Das macht man nicht. Haben Sie keine Manieren? Oh, Entschuldigung, ich weiß, das macht man nicht, aber dass das Kind gleich so reagiert? Also eigentlich finde ich alle Mädchen und Frauen ganz schön und auch ganz nett, aber diese Frau, die macht mir irgendwie Angst. Oh ja, ich bin Helga und sonst noch Fragen? Mann, oh Mann, das geht mir alles total auf den Geist hier. Na gut, dann haben wir das auch geklärt. Helga, willst du dich vielleicht hier direkt in die erste Reihe neben Julian setzen? Frau Schillig, also ich hätte da eine kurze Anmerkung. Das geht nicht. Mia sitzt doch da und die kommt bestimmt gleich. Die ist nicht krank. Ja, sie wird kommen. Sie wird bitte kommen. Tut mir leid, Julian, aber leider kommt Mia heute nicht. Sie hat Halsschmerzen. Sie hat sich krank gemeldet. Ich werde heute absolut untergehen in der Schule. Aber Julian, sei nett. Sei einfach nett. Hallo, wie geht's denn? Oh, was sprichst du mich eigentlich von der Seite an? Lass mich in Ruhe. Noch irgendein Spruch und du hast nächstes Jahr weniger. Also gut, Kinder, fangen wir doch direkt mit den Mathe-Hausaufgaben an. Also einmal die Zettel rausholen. Oh, also wenn ich hier durch hier reingehe? Ich glaube, jedes Kind hat die Hausaufgaben dabei. Super. Hey, was soll das? Du brauchst keine Hausaufgaben. Nein, die habe ich gemacht. Ich keine Hausaufgaben habe. Was ist hier denn los? Helga, das ist doch heute dein erster Tag. Du kannst die Hausaufgaben doch gar nicht haben. Du wusstest doch gar nicht, was auf ist. Also tut mir leid, das sind eigentlich meine Hausaufgaben. Helga hat mir einfach den Zettel weggenommen. Und diesmal haben wirklich Samira und Simba nicht meine Hausaufgaben gegessen, sondern ich habe sie. Vielleicht wollte Helga nur mit reingucken, Julian. Kein Problem. Ich glaube eher nicht. Oh, ja, gut, dann hier. Du hast den Zettel wieder. Ja, danke. Also gut, Kinder, wer möchte denn mit der ersten Aufgabe anfangen? Möchte jemand diktieren und die Lösung sagen? Hey, Freundchen, wenn du mich noch einmal verpetzt, also dann gibt's aber sowas von Ärger. Hast du mich verstanden? Kann dieser Tag nicht einfach vorbei sein? Wie schön es jetzt wäre, wenn ich zu Hause wäre und ein bisschen Minecraft spielen könnte. Dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Ich habe die Hausaufgaben nicht. Kann ich mal auf Toilette gehen? Selbstverständlich, Helga. Also bevor hier noch im Klassenraum Unglück passiert, natürlich. Ah, perfekt. Also ich muss irgendwie an diese ganzen Unterlagen rankommen, hier aus dem Unterricht. Aber wie mache ich das? Also ich brauche das alles für meinen Sohn Julian. Also die erste Aufgabe ist 4 plus 6. Na, was kommt raus? Oh nein. Was ist das für ein Geräusch? Was ist los? Ist Pause? Oh, Kinder, das war der Feueralarm. Also wir müssen alle raus. Vielleicht ist es auch nur ein Test. Also Kinder, alle auf den Schulhof. Hier in Zweiergrüppchen, ja. Aber Helga ist gerade auf Toilette gegangen. Eine Schülerin fehlt.
Ach, sie wird es schon gehört haben, hoffe ich. Ja, hallo. Ja, hier ist der Herr Chillig. Ja, der Schuldirektor der Grundschule von Playmobil City. Nein, dies ist keine Übung. Nein, 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 nein. Hier scheint irgendwo wirklich ein Feuer zu sein oder so. Es ist wirklich ein Feuer? Max, ich vermisse noch eine Schülerin, Helga. Anna, Schatz, Helga ist bestimmt schon draußen. Und wer ist überhaupt Helga? Was ist das für ein Name? Mhm. Ah, perfekt. Alle sind weg. Dann kann ich alle Hausaufgaben jetzt einkassieren. Haha, wie blöd von mir. Also, alle Hausaufgaben sind ja gleich. Dann nehme ich einfach noch diese ganzen Ordner hier mit. Was machst du denn noch hier? Es ist doch Feueralarm. Alle müssen raus. Lassen Sie mich sofort runter. Evakuiert. Raus, raus. Na, da haben wir doch den Übeltäter. Da hat jemand den Feueralarm ausgelöst. Ich werde das Signal sofort abstellen. Hallo? Ja. Die Schule kann wieder freigegeben werden. Ein Fehlalarm. Irgendjemand hat den Alarm ausgelöst. Also das ist auf jeden Fall besser als Mathe. Ja, das finde ich auch. Endlich mal ist hier was los. Also gut, Kinder. Dann fangen wir direkt wieder da an, wo wir aufgehört haben. Hä? So viele Hausaufgaben habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Was soll das denn? Und was sollen die ganzen Mappen hier? Ach, Julian, ich denke, das hat die Feuerwehr hier hingelegt. Keine Ahnung. Vielleicht hat sie irgendwas gesucht. Vielleicht den Brandherd. Nee, ich glaube nicht. Warum sollten die das machen? Ich glaube, das ist die Helga, die meine Hausaufgaben geklaut hat. Die hat das bestimmt auch gemacht hier. Oh Mann, diese Schule, das ist wirklich gar nichts für mich. Jetzt weiß ich auch, warum ich da nie war. Da muss Julian irgendwie einen anderen Weg finden. Also, ich helfe ihm nicht mehr. Pia, bleib genau so sitzen. Ich will ein Selfie machen. Und du sollst im Hintergrund zu sehen sein. Nee, das sah nicht so gut aus. Vielleicht nochmal so von der Seite? Oh Mann, das ist gar nicht so einfach mit den Selfies. Vielleicht so leicht von unten? Ah! Na? Oh Mann, Julian, jetzt bist du auf meinem Foto mit drauf. Oh. Also Hanna, wenn du jetzt versuchst, durch jeden Selfie ein bisschen hübscher zu werden, dann muss ich dich leider enttäuschen. Du wirst nicht hübscher. Du bleibst und bist hässlich. Oh Mann, ich bin überhaupt nicht hässlich. Ich weiß, das sind jetzt schlechte Neuigkeiten für dich, aber so ist die Welt nun mal. Sie ist nicht fair. Oh, ich sag dir, wie das Foto schön wird. Soll ich dir sagen? Wenn ich mit drauf wäre. Kannst du aber vergessen. Julian, du hast doch keine Ahnung. Komm, verschwinde aus meinem Zimmer. Julian sagt, ich wäre nicht schön, aber eigentlich, also Dave hat schon mal gesagt, dass ich schön bin und Philipp auch. Vielleicht brauche ich mal eine Veränderung. Vielleicht etwas kürzere Haare. So ähnlich wie Pia. Oder wie wäre es mit einer ganz kurzen Frisur? So kurze Wuschelhaare. Oder kurze Haare und dann vorne ein bisschen hochgestylt. Oh Gott, nein. Ich glaube, dann würde ich aussehen wie Philipp. Nee, keine gute Idee. Vielleicht hätte ich gerne wieder diese goldenen Haare, die ich damals schon mal hatte. Aber Mama und Papa wollten das ja immer nicht, dass ich mir die Haare färbe oder töne. Ich bin einfach blond, aber wie wäre das eigentlich, wenn ich die gleiche Haarfarbe wie meine Geschwister hätte? Rote Haare und dann vielleicht etwas kürzer? Ah, nein, keine gute Idee. Hanna, was machst du denn da vom Spiegel? Ach, hey Mama, ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich aussehen würde, wenn ich andere Frisuren hätte. Also vielleicht eine andere Haarfarbe oder kürzere Haare. Kürzere Haare? Aber ich finde doch deine Frisur so schön, wie sie ist, auch mit dem Zopf. Ja, ich weiß nicht, also ich mag ja den Zopf eigentlich auch, aber vielleicht brauche ich mal eine Veränderung, Mama. Da sagst du was. Ich habe einen Freund von der Schule damals noch, der ist Friseur. Vielleicht kann der uns mal beraten. Oh, das ist eine gute Idee. Das würde ich sehr gerne machen. Danke, Mama. Dann rufe ich mal Enrico an. Mal sehen, was der sagt. Hallo, hier ist Claudia Vogel. Enrico, erinnerst du dich noch an mich? Wie war's da in der Schule? Du bist doch beruflich Friseur, oder? Ich hätte eine Aufgabe für dich. Oh, weia, er hat gesagt, er kommt sofort vorbei. Das klingt ja nach einem Notfall. Also so schlimm sind unsere Haare auch nicht. Aber na gut. Hey, Girl. Das ging ja mega schnell, Enrico. Ja, klar. Hier, um euch hübsch zu machen. Claudia, wenn ich diese Haare sehe, also du siehst eigentlich wunderschön aus, so danke, wie du bist, Enrico. Aber da kommen mir schon ganz, ganz viele Inspirationen. Ah, ich habe vieles vor mit dir, Girl. Ganz bei vieles. Mir? Also eigentlich geht's um meine Tochter Hanna. Okay, Girl, setz dich jetzt erstmal. Du kannst mir all deine Sorgen erzählen. Alles, sag mal, wie geht's eigentlich dem Martin? Mit dem warst du doch verheiratet. Also, das ist ein ganz hübscher, sag ich dir. Ich kümmere mich um dich. Ich hab alles dabei, Süße. Also, wie es aussieht, bin ich jetzt hier auf dem Friseurstuhl. Also, ich glaube, aus der Nummer komme ich jetzt nicht mehr raus. Glamour! Was hat denn Enrico alles dabei? Perücken. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ach, Claudia, Girl, du kannst mir vertrauen. Ich werde aus dir einen ganz neuen Menschen machen. Du wirst dich nicht erkennen. Enrico, aber ehrlich gesagt will ich gar kein neuer Mensch werden. Ich finde mich gut, so wie ich bin. Ach, Claudia, Girl, mach dir doch keine Sorgen. Ich werde mich um dich kümmern, habe ich gesagt. Also, entspann dich. Los, entspann dich. Das habe ich hier letztens auf der Friseurschule gelernt. Also, jetzt gibt es erstmal eine schöne Kopfmassage für dich. Na, gefällt's dir? Ja. Solange es nur bei so einer Kopfmassage bleibt. Aber bitte keine neue Farbe, Enrico. Und keinen furchtbaren Haarschnitt. Obwohl, furchtbar, naja, das ist wahrscheinlich kein Vokabular, was er kennt. Ach, Claudia, Girl, du kennst mich. Ich bin ein super Friseur. Ich bin ein Experte auf meinem Gebiet. Nein, ich muss da nichts machen. Nur ein bisschen von dem Spray, bisschen Camp und ich sage dir, du bist ein neuer Mensch, Girl. Bin ich schon fertig? Da bin ich ja mal gespannt. Oh, Girl, du siehst sowas von toll aus. Hey, Leute, ich bin wieder da. Oh, was ist hier denn los? Oh, das ist wohl der Friseur aus Alarm Vogel. Hey Martin, ich bin's, Claudia. Na, hast du mich erkannt?
Ach, du bist es. Ich dachte, hier wäre eine andere Dame. Nein, nein, Schatz. Ich habe dich natürlich erkannt. Hübsch siehst du aus. Danke. Da ist ja schon der Nächste. Oh, dieser cute Martin. Setz dich, setz dich. Entschuldigung, kann ich mich ja erstmal umziehen? Und normalerweise finde ich meine Frisur eigentlich ziemlich gut. Ich war letztens erst beim Friseur. Oh boy, ich sag dir, also diese Haare, nein, 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 das ist sowas von 2017. Ich geb dir einen 2018 Fresh-Look, sag ich dir. Claudia, was soll das? Was hat der mit mir vor? Was für ein Fresh-Look? Den will ich gar nicht. Ich will den Feuerwehrmann-Look. Der ist hier wegen Hannah. Ach so, okay. Hannah, die hole ich am besten mal. Hanna! Ob das so eine gute Idee war, dass Enrico jetzt hier ist? Keine Ahnung, der macht hier total das Chaos. Ah! Mama, das bist du ja. Sag mal, wie siehst du denn aus? Was soll diese Frisur? Das ist eine längere Geschichte. Gefall ich dir nicht? Julian, vielleicht bleibst du besser oben. Vertrau mir. Hanna, der Friseur Enrico, der ist jetzt da. Ah, okay. Und es ist nicht so, wie ich es erhofft hatte, aber naja, guck mich an. Warte mal, warte mal, warte mal. Mama hat gesagt, ich soll oben bleiben. Das kommt gar nicht in Frage. Wahrscheinlich eine Überraschung für mich hier unten. Ah! 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 Oh mein Gott, meine Luft, mein Herz, wer bist du denn? Julian, ich bin's, dein Vater. Also, oh nein, es sieht schrecklich aus, oder? Oder? Oh nein, 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 ich bleib hier hinten. Ich werde mich verstecken. Oh, das ist ja grässlich, ein Albtraum. Oh, oh. Da habe ich doch einen neuen Kunden gesehen. Hey du, kommst du mal bitte? Oh, bleib doch stehen, bitte. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich. Oh, ich sag's dir, du kriegst gleich mit mir zu tun. Lass es. Ha, Julian, wie siehst du denn aus? Das ist ja lustig. Oh Mann, und wie sieht Papa denn aus? Oh, ob das so eine gute Idee ist, sich die Haare von diesem Enrico frisieren zu lassen? Oh Gott, ich bereue es direkt. Ich hätte ihn niemals anrufen sollen. Wie sieht denn Martin aus? Julian, Julian, beeil dich. Ab nach oben, rette sich weckern. Ah! Mama, also ich hab's mir anders überlegt. Ich will jetzt doch keine neue Frisur mehr. Ich gehe auch nach oben. Okay, Hanna, dann viel Spaß oben. Ich glaube, es ist wirklich besser, wenn Enrico jetzt geht. Oh, Claudia, wenn ich das sehe. Also, mir kommt schon eine ganz neue Inspiration, Girl. Also, setz dich mal, bitte, bitte. Ich hab was mit einer schönen pinken Farbe vor. Vielleicht ein andermal, Enrico. Vielen Dank, dass du hier warst. Girl. Auf Wiedersehen. Leider musst du jetzt gehen. Oh, nochmal Glück gehabt. Fast hätte ich pinke Haare gekriegt. Man kann ja Enrico auch nichts abschlagen, aber... Boah, ich glaube, jetzt ist der Spuk vorbei. Oh, Gott sei Dank war das nur eine Perücke. Was hätten die in der Feuerwache mit mir gemacht? Auf jeden Fall mich ausgelacht. Oh, Mann, zum Glück hat er mich nicht erwischt. Sonst würde ich so furchtbar aussehen wie Julian. Ich glaube, ich werde meine alte Frisur auch wieder herstellen. Ein bisschen zupfen, ein bisschen da, ein bisschen einen Kamm nehmen und dann ist es wieder gut. Ach, jetzt fühle ich mich wieder wohl. Die alte Claudia. So gefällt ich mir am besten. Guck mal, wie ich aussehe. Guck mal, wie ich aussehe. Ja, du siehst wirklich komisch aus, Julian. Ich sehe fast aus wie Hannah. Gar nicht. Ach, Julian, das kriegen wir wieder hin. Ich hoffe. Komm, wir wuscheln Julian die Haare durch. Bitte du was, ich will nicht so wie Hannah rumlaufen. Bitte. So, ich glaube, jetzt sehen wir wieder alle genauso aus wie vorher. Familie Vogel ist wieder hergestellt, aber wobei, da fehlt doch jemand. Wo ist denn Emma? Ach, sag nicht, er hat Emma auch erwischt. Ich wette, Emma hat sich oben versteckt. Ich schau mal. Oh Mann, Emma ist am Schlafen. Die hat von allem nichts mitbekommen. Die hat ganz schön was verpasst. Und ich bin echt froh, dass ich mir nicht die Haare umgestylt habe. Ich glaube, ich sehe so gut aus, wie ich bin. Und auch wenn Julian sagt, ich bin hässlich. Ich finde mich schön und jetzt werde ich mein Selfie endlich machen. Oh, ich liebe diesen neuen Trailer von Pokémon. Oh, mein Lieblings-Pokémon ist auf jeden Fall Pikachu und natürlich Glurak. Glurak. Und meins ist dieses Pinke. Wie heißt das nochmal? Das ist Pummeluft, das ist Pummeluft. Ja, das kann singen. Wie sieht's bei dir aus, Hannah? Also, der Trailer ist ganz süß, ja, super, aber ne? Eigentlich mag ich eher Digimon. Was? Warte mal, warte mal. Was? Das kann gar nicht sein. Sind wir jetzt wirklich verwandt? Wie Hanna, wie kein kann Pokémon? Halt so. Also, Wenn finde ich Anton ganz süß, aber ich mag eher Digimon lieber. Anton? Nein, seine Weiterentwicklung, wenn dann. Also, Digimon, Hannah, das hätte ich von dir niemals erwartet. Da müssen wir mal ein Wörtchen reden mit Mama und Papa. Emma, ich glaube, wir sollten keinen Kontakt mehr zu Hannah haben. Quatsch, das lass ist nicht mich gut. Doch. Anton, Hannah, hast du dir wirklich schon mal Pikachu angeguckt, wie süß der eigentlich ist und die anderen auch? Warum gerade Anton? Oder Glumanda. Anton sagt nur Anton. Wie sieht denn Hannas Zimmer schon wieder aus? Dieses Zimmer versinkt im Chaos. Hanna! Wo steckt sie denn? Naja, wenigstens ist hier das Gehege von Pia sauber, na? Damit du dich auch wohlfühlst. Also bis Hanna das selbst gemacht hat, vergeht wirklich eine Ewigkeit. Ich mach das mal lieber selber. Oh, was ist da? Ah, Hanna hat wieder eine Nachricht bekommen. Per WhatsApp. Nein, ich gucke nicht. Claudia, reiß dich zusammen. Sei nicht so neugierig. So, jetzt ist das Zimmer aufgeräumt. Die Tasche nehme ich mit und ab ins nächste Zimmer. Sieht schon viel besser aus. Noch eine WhatsApp-Nachricht. Also Hanna bekommt wirklich viele von diesen Teilen. Also immerhin habe ich ja ihr Zimmer aufgeräumt. Das wäre eigentlich ihre Aufgabe gewesen. Da könnte ich ja einmal noch ganz kurz auf das Handy gucken. Schadet schon nicht. Ach, das ist ja wirklich niedlich. Dave schreibt, hab dich vermisst. Wie geht's? Och, süß. Das ist mir egal. Ich schau kein Pokémon mit euch. Aber Hannah! Habt ihr es verstanden? Mama, was ist denn hier los? Was machst du mit meinem Handy?
Hanna, ich wollte es eigentlich nur ein bisschen sauber machen. Das war ganz schön eingestaubt, so wie der Rest deines Zimmers. Tja, wer es glaubt, gib mir jetzt sofort mein Handy, Mama. Oh, ich wusste es doch. Dave hat mir geschrieben und du hast die Nachricht geöffnet. Ich habe die noch nicht gesehen. Warum machst du das, Mama? Oh, Hanna, dann räum dein Zimmer doch am besten nächstes Mal selber auf. Außerdem, ich bin deine Mutter. Ich darf das. Ich will natürlich wissen, was du so machst. Aha, weil du mein Zimmer aufgeräumt hast, darfst du mein Handy lesen. Das ist echt die schlechteste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Außerdem habe ich dich nicht darum gebeten, mein Zimmer aufzuräumen. Und so in diesem Chaos willst du leben? Hanna, ich bin deine Mutter, ich darf das. Und du räumst das nächste Mal dein Zimmer selber auf. Ach, Claudia, du hättest doch einfach nur die Nachricht kurz überfliegen können. Warum musstest du denn noch in die ganzen anderen Chats reingehen? Ach, ich bin so neugierig. Oh Mann, langsam reicht's mir. Kein Pin bringt was. Ich habe mir immer schon wieder einen neuen Pin ausgedacht. Und immer wieder knacken die Ideen und machen irgendwas mit meinem Handy. Also, das werde ich mir nicht länger bieten lassen. Jetzt schreibe ich mal Pia. Ich habe da eine Idee. Pia, bist du da? Ich will Mama pranken. Das hat sie nämlich verdient. Die soll nicht immer meine Nachrichten lesen. Bist du da, Pia? Bist du dabei? Hoffentlich ist Pia jetzt online. Dann kann die mir helfen. Mama soll nämlich endlich mal eine Lehre erteilt bekommen. Man macht das nicht. Man liest nicht einfach die Nachrichten von der Tochter. Ich muss Pia das nochmal schreiben. Sie schaut ständig auf mein Handy. Ich wette, das macht keine andere Mutter auf dieser Welt. Nur meine. Es nervt total. Ah ja, bin hier. Pia ist da. Hä, was ist denn los? Warum denn? Dann will ich ihr mal erzählen, was ich vorhab. Ja, Pia ist auch schockiert. Das geht gar nicht, dass Mama ständig auf mein Handy guckt. Ich will sie veräppeln. Ganz genau. Wieder aufs Handy geguckt. Immer wieder macht sie das. Das ist echt mies. Immer wieder. Ah, cool. Pia ist dabei. Egal, was wir machen. Sie wird mich auf jeden Fall unterstützen. Was hast du geplant? Also, dann, wie soll ich schreiben? Ah, obwohl, Pia tippt noch. Was kommt denn da von Pia? Vielleicht hat sie selber schon eine Idee, wie wir Mama pranken können. Wie wär's mit einem Slime-Prank? Nein. Also, da habe ich was ganz anderes vor. Es soll ein WhatsApp-Prank werden. Aber ein Slime-Prank wäre auch witzig. Oh Mann, so wie letztens mit Herrn Grob in der Schule. Aber ich habe was anderes vor. Das wird Mama echt eine Lehre erteilen. Ich will sie bei WhatsApp pranken. Pia schreibt. Ah, okay. Und jetzt muss ich Pia noch einweihen in den Plan. Also du tust so. Also sie soll jetzt einfach so tun, als ob eine Party geplant wäre. Eine richtige Party. Mit Jungs und so. Und dann wird Mama sicher wieder mein Handy nehmen und das lesen. Und dann wird sie richtig schockiert sein. Aber sie kann dann ja natürlich auch nichts sagen, weil sonst merke ich ja, dass sie wieder geguckt hat. Also du tust jetzt einfach so, als wollten wir eine richtige Party bei mir veranstalten und dann wird sicher Mama heimlich auf mein Handy schauen. Mal gucken, was Pia dazu sagt. Okay, Und dann? Na und dann? Ist doch wohl klar. Dann wird Mama sicher super neugierig sein. Und dann muss Pia natürlich noch fragen, wie weit ich so bin und ob meine Eltern endlich weg sind. Und dann wird Mama richtig misstrauisch. Aber natürlich findet keine echte Party statt. Das ist alles nur mein Plan.
Und dann soll Pia noch fragen, ob die Jungs auch alle zur Party kommen können. Und ob meine Eltern weg sind. Und wenn Mama das alles liest. Oh Mann, oh Backe. Ich finde, das ist ein richtig guter Plan. Ha, Hanna, sehr guter Plan. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Pia findet es auch lustig. Mhm, Pia hat's verstanden. Dann kann es ja losgehen. Ah ja, schreib dann so in 10 Minuten. Dann muss ich jetzt nur noch dafür sorgen, dass Mama dann in 10 Minuten mein Handy hat. Perfekt. Ich gehe da mal runter und dann warten wir ab. Das wird so lustig. Jetzt muss ich irgendwie so tun, als ob ich Mama nicht zu Hause haben wollte. Ich werde mal runtergehen und dann bin ich ganz nett zu ihr. Na, Hanna, haben wir uns jetzt endlich beruhigt? Ja, Mama, ich habe mich beruhigt. Ich verstehe ja, du willst mich nur schützen. Du, Mama, also ich finde, du warst schon total lange nicht in der Sonne draußen und es ist doch so tolles Wetter. Nimm doch mal Julian und Emma und dann mach dir einen schönen Spaziergang. Ich muss Hausaufgaben machen. Ich werde hier zu Hause bleiben. Meinst du wirklich, Hanna? Ach, eigentlich habe ich nicht so viel Lust dazu. Ich würde lieber hier im Warmen bleiben und meine Serie schauen. Ach, du Arme, die ist kalt. Dann mache ich dir mal was Heißes zu trinken, Mama. Ich gehe mal in die Küche und dann bin ich bestimmt so in 20 Minuten wieder da. Oh, das ist lieb, Hanna. Vielleicht ein Kamillentee, das wäre toll. Ja, natürlich, Mama. Hab dich lieb. Oh Mann, das hat schon mal gut geklappt und jetzt muss ich nur noch abwarten. Handy habe ich da hingelegt und Pia müsste jeden Moment schreiben. Jetzt habe ich wirklich schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich geguckt habe. Hanna ist so nett zu mir. Ich fühle mich wirklich elend. Und gleichzeitig kriegt Hanna schon die ganze Zeit wieder Nachrichten. Ich muss da immer hingucken. Vielleicht ist es ja ein Notfall. Aber Hanna hat doch gesagt, sie kommt erst in 20 Minuten wieder. Was ist, wenn irgendwas passiert ist? Also ich muss jetzt auf jeden Fall da drauf gucken. Was ist, wenn irgendjemand in Gefahr ist oder einen Arzt braucht oder wenn es Pia nicht gut geht oder Dave, den wichtigsten Leuten von Hanna. Jetzt hat's aufgehört, war wohl doch kein Notfall. Wobei, jetzt geht's weiter mit den Nachrichten. Ist deine Mutter jetzt endlich weg? Schreibt Pia. Meine Mutter. Weg? Schreib ich jetzt mal. Die denkt natürlich, dass Hanna das ist. Jetzt will ich gerne mal wissen, warum ich weg sein soll. Was? Hanna, wir wollen doch ein paar süße Jungs einladen und eine Party bei euch feiern. Also, das wüsste ich aber. Eine Party bei uns? Kommt gar nicht in die Tüte. Ich schreibe einfach mal so, als wenn es jetzt eine Party geben würde. Ach so, ja klar. Wie wollten wir das nochmal machen? Ich bin so langsam, wenn es ums Tippen geht. Ich hoffe, das fällt nicht auf, dass ich nicht Hanna bin. Also die beiden sind ja echt lustig, wollen die einfach eine Party bei uns machen und ich soll dann das Haus verlassen? Das ist ja wirklich dreist. Da bin ich ja wirklich mal gespannt, wie die das machen wollten. Ich verlasse das Haus mit den Kindern und dann kommen die ganzen Kinder zu uns? Das kann doch nicht sein, das würde Hanna mir doch sagen. Oder sie traut sich nicht, weil ich Nein sagen würde. Flaschendrehen spielen? Das kommt gar nicht in Frage. Wieso? Was ist denn mit Dave? Ich dachte, Hanna und Dave sind... Ach, wohl doch nicht. Oh, nicht, dass ich auffliege. Pia fragt jetzt noch. Jetzt tu nicht so. Ja, ich weiß doch nicht, was die abgesprochen haben. Ich muss irgendwie Infos darüber kriegen. Ich schreibe einfach zurück. Ach ja, stimmt. Die beiden hatten das wohl schon abgesprochen. Du wolltest deine Mutter doch mit Emma und Julian wegschicken. Aha, zum Spielplatz. Genau. Weil das Wetter ja so toll sei. Es ist so kalt, ich will nicht raus. Also, die beiden haben wirklich was ausgefressen. Damit bin ich nicht einverstanden. Das ist richtig fies von deiner Mama? Wieso das denn? Was habe ich denn gemacht? Dass sie ständig auf dein Handy... Oh nein. Darüber haben die sich auch unterhalten? Das wird dir eine Lehre sein. Ich schreibe, aber ist ja nicht so schlimm, was Mama macht. Ja, schließlich bin ich die Mama. Ein
eine Lehre. Die beiden wollen mir eine Lehre erteilen? Also die beiden Mädels haben es wirklich faustdick hinter den Ohren. Pia findet das auch wirklich schlimm, was ich mache. Also ob Pias Mama sich nicht dafür interessiert, was ihre Tochter bei WhatsApp schreibt, das glaube ich nicht. Ich glaube, das möchte jede Mama wissen oder jeder Papa. Hauptsache, sie ist weg. Also das nehme ich persönlich, Pia. Und wir feiern so richtig. Was haben die vor? Und was sind das für Jungs? Nicht mal irgendwelche Namen, irgendwelche fremden Jungs? Cute Boys nennen sie die. Klingt wie eine Boyband. Ist das eine Band? Ich schreibe einfach, oh je, okay, ich schicke Mama jetzt weg. Dann machen wir eine dufte Party. Wobei, Fete? Ach, ich weiß nicht, ob das die richtige Wortwahl ist. Wobei, Pierre wird das schon verstehen. Dufte Fete, ja. So sagt man das doch heute. Dufte Fete. Und diese Cute Boys, die würde ich gern mal kennenlernen. Oh, Dufte ist wohl doch nicht so gut angekommen. Hanna, komm mal klar. Ach, ich kenne mich einfach nicht aus, wie die Jugend heutzutage so spricht. Wir sehen uns dann gleich und bereiten alles vor. Was haben die denn? Wollen die das ganze Haus noch umgestalten? Ich schreibe einfach, alles klar. Also wirklich. Von wegen, Hanna ist so nett und macht mir einen Kamillentee und umsorgt mich, weil mir ja so kalt ist. Nein, das ist alles nur geplant von den beiden. Ich soll weggehen, damit hier eine Party stattfinden kann. Ja, ja, Hanna, du hast dich mit der Falschen angelegt. Wenn du es faustdick hinter den Ohren hast, dann habe ich es umso dicker hinter den Ohren. Oh Mann, ich hoffe, das hat geklappt. Ich werde jetzt mal zurückgehen, ganz unauffällig, und gucken, was los ist. Hanna, ich habe doch keine Lust auf Kamillentee. Komm doch einfach her, wir gucken gemeinsam eine Serie. Also Mama, ganz ehrlich, ich finde irgendwie, du brauchst mal eine Pause. Also mal ein bisschen frische Luft, mal 2 Stunden Bewegung draußen. Das wird dir so gut tun. Ach, vielleicht hast du recht damit, Hanna. Ich sitze wirklich ziemlich viel hier in der Bude rum. Guter Tipp. Und ich glaube, für Julian und Emma ist das auch gar nicht schlecht. Julian, Emma, kommt ihr runter? Lasst uns rausgehen. Und Hanna kann dann alleine sein. Oh Mann, sie hat angebissen. Ja, ich würde so gerne mitgehen, aber ich muss alleine zu Hause bleiben. Hausaufgaben. Ja, oh, super. Ja, wo gehen wir denn hin? Mama, können wir auf deinem Handy Pokémon Go runterladen? Bitte, ich will Pikachu fangen. Zum Spielplatz. Ach, na gut, Hanna, wir sind dann weg beim Spielplatz. Könnte aber auch eine Weile dauern, so 3-4 Stunden, schätze ich mal. Vielleicht gehen wir noch eine Kleinigkeit essen oder so. Also, Hanna, du bist ganz lange ganz alleine. Oh Mann, Mama denkt wirklich, hier findet eine Party statt. Die kann gleich echt was erleben. Ich werde mal ganz schnell Pia informieren. Die soll sofort hier hinkommen und dann machen wir eine richtig schöne Party zu zweit. Natürlich keine richtige Party. Wir warten nur, bis Mama wiederkommt, um sie dann auf frischer Tat zu ertappen. Pia, es hat geklappt. Sie hat voll angebissen. Hanna? Ich weiß nicht, ob Pia weiß, dass ich es bin. Vielleicht denkt sie, ich wäre immer noch Mama. Bist du die echte Hanna? Komm vorbei und dann starten wir. Wir stellen Mama gleich zur Rede. Ja klar bin ich die echte Hanna. Pia schreibt. Hoffentlich klappt das, dass sie direkt rüberkommen kann. Also wir feiern jetzt keine Party mit Jungs. Hat Pia das falsch verstanden? Das war doch nur eine Ausrede. Nein, keine echte Party. Oh Mann, was denkt Pia denn? Wen sollen wir denn bitte schön einladen? Philipp oder Dave? Nee, keine echte Party und nicht mit Jungs. Das gehörte alles zum Plan. Oh, ich dachte, wir feiern wirklich. Oh Mann, typisch Pia. Jetzt komm bitte schnell rüber. Jetzt hat sie es endlich verstanden. Ich komm vorbei. Oh, klasse, auf Pia ist Verlass. Ist meine beste Freundin. Hanna, jetzt mal ernsthaft, wie kann man denn keine Pokémon mögen? Och, Pia, jetzt fang du dich auch noch an. Ich mag Pokémon, aber halt Digimon lieber.
Ach ja, einfach hinter meinem Rücken hier eine Party veranstalten. Ich höre noch keine Musik, aber ich werde mal nachschauen, was da jetzt los ist. Wahrscheinlich sind die oben am Flaschendrehen mit irgendwelchen cute Boys, die ich noch nie gesehen habe. Einfach Fremde hier ins Haus holen, das geht nicht. Oh, danke, Mama. Warum war ich nur kurz da? Wir waren nur 5 Minuten auf dem Spielplatz. Ich konnte noch nicht mal ein Pokémon fangen. Nee. Noch nicht mal so ein Ratzfratz oder so. Also hier im Wohnzimmer sind die auch nicht. Dann wahrscheinlich in Hannas Zimmer. Wahrscheinlich, weil sie sich da ungestört fühlen. Aber da haben sie nicht mit mir gerechnet. Ja, genau. Ach, da oben sind sie wohl am Feiern, ne? Aber jetzt kommt Mama und wird die Party ordentlich vermiesen. Ich bin sowas von enttäuscht von Hannah. Das kann sie doch nicht machen. So, die Party ist vorbei. Alle Cute Boys jetzt raus. Ich wusste es, Mama. Du hast wieder mein Handy gelesen. Wo sind denn jetzt hier die Cute Boys, na? Wo verstecken die sich denn? Wo findet jetzt das Flaschendrehen statt, Hannah, hm? Oh, Mama, merkst du es nicht? Wir haben dich veräppelt, Pia und ich. Es findet keine Party statt. Ich hoffe, du merkst es mal, dass du nicht immer meine Nachrichten alle lesen musst. Oh, Hannah, manchmal liest meine Mama auch meine Nachrichten, weil sie sich einfach dafür interessiert. Ja, aber schreibt deine Mama dann in deinem Namen? Ich hoffe nicht, nein. Eieiei, Claudia, du hast dich jetzt hier wirklich ganz schön peinlich gemacht. Hannah, es tut mir wirklich leid. Mama, du kannst mir vertrauen, ich mache keinen Unsinn. Ich weiß, Hannah, aber Mütter machen sich ständig Sorgen um ihre Kinder. Ich kann das nicht abstellen. Du musst mir nicht nachspionieren. Also, so schlimm finde ich das eigentlich auch nicht, wenn meine Mutter meine Nachrichten liest. Die interessiert sich halt nur für mich und durch das ganze Schreiben rede ich irgendwie auch weniger mit ihr. Ja, stimmt. Ich lese ständig meine Nachrichten. Okay, vielleicht sollten wir einfach eine Sperrzeit ab jetzt machen. Dann lese ich meine Nachrichten nicht und du gehst bitte auch nicht an mein Handy. Okay, Hannah, lass dich drücken, so machen wir es. Und Hannah, ich verspreche das wirklich, ich versuche das nicht mehr zu machen mit dem Nachrichtenlesen. Es ist einfach so über mich gekommen, es ist auch einfach zu interessant, mir schreibt keiner. Zum Glück hat sich das endlich geklärt. Naja, Pia, wollen wir dann vielleicht noch ein bisschen auf den Spielplatz, vielleicht ein paar cute Boys treffen? Ich fühle mich halt einfach richtig spitzenmäßig. Ich bin topfit und freue mich auf die Kita. Na, Püppchen, hast du auch gut geschlafen? Du siehst schon richtig wach aus. Guten Morgen. Heute muss Mama mich nicht wecken. Ich bin schon ganz voll alleine aufgestanden. Oh, Emma, ich habe noch 5 Minuten Ruhe jetzt. Oh, Julian ist ein richtiger Morgenmuffel. Total schlecht drauf. Verstehe ich nicht. Emma, du bist ja schon auf. Ich wollte dich jetzt eigentlich wecken, aber so wie es aussieht, brauche ich das gar nicht. Nee, die Chance hast du verpasst, Mama. Ich habe schon die Augen offen. Heute wird ein richtig guter Tag. Das wird toll in der Kita. Hannah, kommst du dann auch runter? Ich wollte Frühstück machen. Oh ja, Mama, du hast mich schon geweckt. Ich komm gleich. Oh, ich suche nur noch dieses blöde Buch. Wo ist das denn? Ach Emma, du bist richtig gut drauf heute, aber Julian und Hannah irgendwie nicht. Vielleicht können sie sich mal von dir eine Scheibe abschneiden. Mama, können wir jetzt endlich los in die Kita? Mein Kakao habe ich schon getrunken. Ja, wir können gleich los. Ich werde noch Tschüss zu Julian und Hannah sagen und dann geht's los für uns beide. Oh, was wir wohl heute alles in der Kita machen, spielen, basteln, wer weiß. Und vielleicht bin ich auch die Erste heute, weil ich so früh bin. Stimmt, Emma, wir sind wirklich heute früher da als sonst. Aber was sollen denn die ganzen Absperrhütchen hier? Haben wir was verpasst? Oh, Mama, heißt das jetzt einfach, dass die Kita ausfällt wegen Baustelle? Ehrlich gesagt kann ich dir das nicht beantworten, Emma. Ich weiß von nichts. Ich wusste nicht, dass sie jetzt Bauarbeiten sind. Mal schauen, aber Brigitte ist doch in der Kita. Hm? Und wir müssen draußen stehen bleiben. Hier sind ja die Pylonen. Hey, guten Morgen. Was ist denn hier los? Absperrung? Oh, Malik, hier ist irgendwie alles zu. Ich wollte eigentlich direkt ins Bällebad hüpfen, aber jetzt geht das nicht. Ich weiß auch nicht, was los ist. Also ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Keine Ahnung. Haben Sie vielleicht einen Elternbrief bekommen oder einen Anruf oder so? Fällt die Kita heute aus oder wie sieht's jetzt aus? Also ganz ehrlich, Frau Vogel, ich habe keine Ahnung. Also einen Elternbrief haben wir nicht bekommen und die Brigitte hat auch nichts gesagt. Guten Morgen, was ist denn hier los? Warum stehen alle draußen? Was, eine Absperrung? Guten Morgen, Maren. Guten Morgen, Isabel. Claudia. Also so wie es aussieht, fällt die Kita heute aus, schätze ich mal. Ausfallen? Also das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Oh Mann, man hat mich nicht informiert. Also dafür wird es auf jeden Fall eine dicke Klage von mir geben. Was? Klage? Kapiere ich nicht. Aber wir wussten alle nicht Bescheid. Also eigentlich wollte ich heute mit euch was spielen. Ja, in der Schade. Spielküche wollten wir doch weiterspielen. Oh, was kommt denn da? Ist das so ein Trecker oder so? Oh, wir sind hier auf einer Baustelle. Das ist ein Baustellfahrzeug, glaube ich. Das sieht für mich aus wie ein Radlader oder ein Bulldozer. Was will der hier? Und da oben hat er auch eine Abrissbirne. Was ist denn jetzt los? Alle Mann, weg da. Ich brauche ein bisschen Platz. Hey, ihr da, weg da. Die Kita wird abgerissen heute. Weg. Was? Bitte, was? Abgerissen? Was? Junge, das könnt ihr doch nicht einfach machen. Wie, was? Abreißen? Aber dann, wo sollen wir denn dann hingehen? Und das sind unsere Spielsachen und so. Oh, dann haben wir keine Kita mehr. Und dann können wir auch nicht mehr zusammen spielen. Och, Mann. Boah, wie oft denn noch? Ich muss hier meine Arbeit machen. Ich habe noch 4 weitere Aufträge heute. Und der Baumeister, der sitzt mir im Nacken. Also weg hier. Also könnten Sie mir bitte Ihre Genehmigung zeigen? Was? Du willst die Genehmigung? Du bist doch noch im Kindergarten.
Moment, wie reden Sie mit meiner Tochter? Also sie hat ganz recht. Sie können mir sofort jetzt mal eine Genehmigung vorlegen, bevor Sie hier irgendetwas verrichten. Oh, ihr Leute, ihr habt doch viel zu viel Zeit, hä? Und wollt mich von meiner Arbeit abhalten. Weg hier! Sie sind aber unhöflich. Ah, wissen Sie was? Ich steige jetzt einfach ein und wer hier vor meinem Auto raus, vor meinem Rad war, der kriegt hier richtig Ärger. Aber stopp, das können Sie nicht machen. Die Erzieherin Brigitte ist da noch drin. Also, und wir wurden nicht informiert, dass die Kita unserer Kinder abgerissen wird. Also ich finde das auch eine Unverschämtheit. Brigitte, komm raus, es ist höchste Zeit und bist du platt. Hi, was ist denn hier los? Warum kommt ihr denn nicht rein? Es ist doch schon soweit. Und was machen denn die ganzen Pylonen hier? Heute ist aber nicht Verkehrstag. Wer war das? Der Mann, der da mit dem großen Fahrzeug, das war der, der will unsere Kita abreißen. Was, die Kita abreißen? Das geht aber nicht, das ist mit mir nicht abgesprochen. Ich bin die Erzieherin hier. Hallo, können Sie mich hören? Hallo, ich muss mit Ihnen reden. Ach, schon wieder jemand. Ich muss hier meine Arbeit machen. Ich muss die Kita abreißen. Bitte was? Die Kita abreißen? Aber die Kita, die funktioniert doch noch. Da ist alles tipptopp in Ordnung. Nein, wir möchten nicht aber nicht unsere Kita abreißen. Nein, auf gar keinen Fall. Wir wollen nicht, dass unsere Kita abgerissen wird und dafür werden wir einstehen. Die Kinder haben recht. Wir werden doch nicht einfach unsere Kita so einfach hergeben. Wir werden hier stehen bleiben. Das können sie nicht machen. Wir verhindern das. Und außerdem ist das viel zu gefährlich. Sie können doch nicht hier mit diesem riesigen Fahrzeug einfach hier die Kita platt machen. Wir sind doch noch alle hier. Und was ist mit den Kindern? Ich habe diesen Auftrag von der Bürgermeisterin. Gehen Sie mal aus dem Weg. Moment, habe ich da gerade Bürgermeisterin gehört? Das ist mein Stichwort. Die kenne ich höchstpersönlich. Machen Schnöse, gut, dass du so gute Connections hast. Die werde ich sofort anrufen. Halt! Also, Sie machen nicht weiter, bis ich mit der Bürgermeisterin telefoniert habe. Können Sie jetzt mal hier bitte verschwinden? Ich muss meine Arbeit machen. Wie oft denn noch? Hoch. Ja, machen Schnösel hier. Ja, spreche ich mit der Bürgermeisterin. Ganz genau. Endlich sind jetzt mal alle hier weg, glaube ich zumindest. Jetzt habe ich hier ein bisschen Platz. Ich muss auch jetzt mal langsam hier anfangen. Ich habe keine Lust auf Überstunden heute. Moment, stopp. Halt, ich habe hier die Bürgermeisterin am Telefon. Was will die denn jetzt schon wieder? Was ist? Sofort aufhören. Hier, die Bürgermeisterin möchte mit Ihnen sprechen. Nehmen Sie sofort das Telefon. Oh, der fährt schon rückwärts. Aus dem Weg. Stopp. Können Sie nicht anhalten? Stopp. Das kann doch echt nicht wahr sein. Oh nein, die Treppe ist kaputt. Oh, das ist wirklich furchtbar. Also langsam verliere ich hier wirklich die Geduld. Sie können doch nicht hier unsere Kita Sonnenschein kaputt machen. Ja, hallo, Frau Bürgermeisterin. Ja, ich bin's. Der Heinze. Ja? Ach, nicht diese Kita. Oh, okay. Das war wohl die falsche Kita. So, die haben ihr Handy zurück. Also, die falsche Kita, sie hätten beinahe unsere Kita abgerissen. Und jetzt geben sie mir sofort mein Handy zurück. Ich hoffe, bei der anderen Kita sind nicht so nervige Leute. Ich hoffe, da ist alles geplant. Oh, das war unsere Kita-Treppe. Ja, da gehen wir normalerweise hoch, wenn wir ABC lernen. Oh Mann. Oh, das ist ja wohl ein echter Skandal. Um ein Haar wäre diese Kita abgerissen worden. Und das alles wegen einer Verwechslung. Er wird auf jeden Fall noch von meinem Anwalt hören. Ich verstehe das ja. Es ist wirklich eine Katastrophe so früh am Morgen. Vielleicht gehen wir erstmal alle gemeinsam rein und überlegen, was jetzt zu tun ist. Ach, zum Glück ist keinem hier was passiert und nur die Treppe ist kaputt gegangen. Eigentlich wollte Brigitte mit uns heute das ABC lernen, aber das fällt jetzt wohl ins Wasser. Total schade. Oder wir brauchen einen Fahrstuhl. Ach Kinder, es sind nur noch 3 Stufen von der Treppe übrig und der Rest ist einfach futsch. Oh, das ist wirklich super schade und es wird sicherlich Wochen dauern, bis wir eine neue Treppe bekommen. Oh, und das heißt, wir lernen wochenlang jetzt kein ABC, aber das Ach, ist eigentlich Mann, ganz total gut. Schade. Ich will eh nicht in die Schule. Ach, Brigitte, weißt du was? Ich kenne da jemanden, der könnte das Problem wirklich schnell lösen mit der Treppe. Claudia, hey. Das ist wirklich klasse. Ja, also die Treppe habe ich dann wieder fertig. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. In Ordnung? Das ist mehr als in Ordnung. Das ist einfach super. Ja, also hab ja so 1-2 Stündchen gebraucht, aber ja, gut, danke dann. Kinder, kommt ihr dann hoch? Wir wollen jetzt endlich üben. Ja, willkommen! Zum Glück ist alles nochmal gut ausgegangen. Ich hatte echt gute Laune und dann kam diese Baustelle. Aber jetzt ist doch wieder alles in Ordnung. Dieses Ereignis findet höchstwahrscheinlich in 30 Jahren statt. Wo steckt der denn? Julian, du kommst so spät zur Schule! Das ist echt unglaublich. Er hat's immer noch nicht gelernt. Julian, jetzt steh endlich auf! Oh, was ist denn? Ja, ich steh gleich auf. Noch 5 Minuten, bitte! Oh, Julian, ich verstehe überhaupt nicht, warum du immer noch hier in deinem Kinderzimmer manchmal schlafen musst. Ich meine, Mia ist auch bei euch zu Hause. Willst du denn die ganze Zeit alleine lassen? Oh Mama, das hat dich jetzt gar nicht zu interessieren. Oh, warum weckst du mich dann? Es ist noch dunkel draußen. Julian, es ist Winter. Unfassbar. Und also kann ich noch schlafen. Es ist dunkel draußen. Du bist 36 Jahre alt mittlerweile. Hättest du es irgendwie lernen müssen, oder? Unfassbar. Jeden Morgen das Gleiche mit dir. Jeden Morgen. Ja, dann muss ich mich jetzt halt auf den Weg machen zur Schule. Und das sogar fast pünktlich. Dabei bin ich doch der Klassenlehrer und nicht mehr der Schüler. Max, also jetzt mal ganz ehrlich, wieso hast du denn Julian Vogel eingestellt? Ich meine, er ist jetzt schon das 10. Mal in Folge zu spät gekommen. Nun ja, Anna, was soll ich machen? Er hat sich bei uns beworben und seine Eltern leben halt noch in Playmobil City und er wurde sogar ausgezeichnet als bester Lehrer hier in ganz Playmobil-Land. Also tut mir leid.
Er macht das jedes Mal. Ich weiß nicht, wie er es schafft, immer die Leute um den Finger zu wickeln. Und seinen Unterricht erst. Was macht er überhaupt im Unterricht für einen Unterrichtsstoff? Keine Ahnung. Oh, jetzt mach die Tür da auf. Wer ist denn noch da? Ich muss auf Klo. Herr Vogel, ich war kurz auf Klo. Und ich meine, das ist doch das Schülerklo. Es gibt doch auch Lehrerklos, sag mal, oder? Was interessiert dich das? Ich kann auch auf welches Klo ich will. Ich bin ja der Lehrer. Ich darf alles. So, ab in die Klasse. Du bist doch in meiner Klasse. Hey, du bist mal pünktlich. Gut. Also, das kann man von Ihnen aber nicht sagen. Sie sind schon wieder 15 Minuten zu spät. Junger Mann, pass mal lieber auf. Ich bin der Lehrer. Soll ich mir jetzt selber einen Klassenbucheintrag geben oder was? Das geht nicht. Also, eigentlich mag ich Herrn Vogel, aber dass der immer so viel zu spät kommt, das geht eigentlich gar nicht. Oh, das kann doch nicht sein. Wer hat das hier schon wieder weggemacht? Ich hab doch letztens extra hier was draufgeschrieben. Herr Vogel ist der Coolste. Und jetzt schon wieder hier. Oh, toll. Da mache ich mir jeden Tag die Mühe und kritzel hier was an die Wand und jedes Mal wird's übermalt. Toll. Ach, das ist ja wieder typisch Julian, oder? Jetzt lässt er seine ganzen Sachen hier rumliegen. Das Skateboard, wenn da jemand drüber fällt, dann bricht er sich ein Bein. Oh, hallo Frau Tschich. Nee, wir sind ja jetzt Kollegen. Hallo Anna. Ja, ich bin heute ein bisschen zu spät, aber ich bin ja der Klassenlehrer. Ja, Julian, das ist mir als stellvertretende Schuldirektorin aufgefallen, dass du zu spät bist. Vielleicht kannst du das in der Zukunft einfach mal verbessern, dass du pünktlich bist. Ja, vielleicht morgen. Also, ich bin ja kein Schüler mehr, sondern ich gehe jetzt in meine Klasse. Ist ja gut. Also er hat sich echt kein Stück verändert. Er ist genauso anstrengend wie damals in der Schule, als ich noch seine Lehrerin war. So, guten Morgen, Kinder, guten Morgen. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen zu früh dran, aber ist okay. Ich bin ganz ehrlich, Leute, also ich habe nicht so viel Lust. Müssen wir heute wirklich Unterricht machen? Kann ich nicht freigeben einfach? Also, Herr Vogel, meine Mama, die hat gesagt, Sie waren früher auch nicht so der größte Fan von der Schule. Aha, und das sagt gerade deine Mama, die Sarah. Die war bei mir in der Klasse und die wollte auch nicht jeden Tag zur Schule. Also bitte, kannst du ihr gerne ausrichten. Ja, ich wäre sowieso dafür, dass wir einen anderen Klassenlehrer bekommen. Kann ich nicht zu Herrn Chillig gehen? Sei froh, dass du mein Neffe bist. Ich weiß, dass du... Also ganz ehrlich, Mario nervt mich auch jeden Tag und du bist kein Stück anders. Du erinnerst mich so sehr an Mario, das glaubst du gar nicht. Herr Vogel, ist denn hier alles in Ordnung? Ja, gleich ist hier alles in Ordnung. Na, was willst du? Hä? Kopf an Kopf oder was? Herr Vogel, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie kein Schüler sind, sondern ein Lehrer? Sie sind eine Vorbildsperson hier und haben auch diese Funktionen. Also bitte benehmen Sie sich auch so und prügeln Sie sich nicht mit den Schülern. Oh ja, ausnahmsweise. Aber ich sag dir, wenn wir wieder heute Abend FIFA spielen, dann mache ich dich platt, sage ich dir. Jana, kurze Sache. Kannst du deinem Vater kurz noch sagen, dass wir uns heute Abend erst um 7 treffen? Ich weiß, der Julius ist ein bisschen früh dran, aber ich kann erst ab 19 Uhr, weil vorher zocke ich noch ein bisschen Minecraft. Ja, ist gut, das sage ich ihm. Und ich soll auch von meinem Papa sagen, dass ihm der Witz richtig gut gefallen hat. Ja, ja, der mit dem Sandkasten, ne? Ja, ich wusste, dass er den versteht. Oh, Kinder, also, wer hat mir hier Rosen gemacht? Ich mag keine Blumen. Ihr hättet mir hier ein Spiel bringen sollen, aber wer hat denn das hier wieder hingestellt? Also, das war ich. Als Klassensprecher dachte ich mir, ich tue ihm was Gutes. Das war klar. Du bist genau wie dein Vater. Dave war früher genauso, hat Hannah immer Blumen und so gebracht. Ich möchte keine Blumen. Wisst ihr was? Wir müssen ja jetzt irgendwie mit dem Unterricht starten. Ich bin ja hier der Lehrer. Mathe, habe ich gar keine Lust drauf, aber naja. Wir könnten natürlich die Hausaufgaben besprechen oder was vorbereiten. Oder ihr macht einfach Aufgaben. So einmal Seite 1 bis 100 durcharbeiten. Danke. Und ich spiele so lange Minecraft. So, ey, Ruhe da hinten. Aufgaben machen. Herr Vogel, also ich hatte da mal eine Frage zu meiner Aufgabe. Boah, ist das dein Ernst jetzt? Wirklich dein Ernst? Wegen dir bin ich gestorben. Weißt du was, wie lange ich schon in diesem Überlebensmodus war? Danke. Oh, kannst du nicht woanders nerven? Das war ja wieder toll, sowas danke. Von klar. Herr Vogel, können wir einmal ganz kurz unter vier Augen sprechen? Können Sie mir einmal ganz kurz erklären, was hier eigentlich los ist? Sie haben gerade Unterricht und Sie sitzen hier und spielen mit dem Tablet? Ja, natürlich spiele ich mit dem Tablet. Was denn sonst? Ich bin der Lehrer und die Schüler. Das heißt, ich darf machen, was ich will. Ihre Aufgabe ist eigentlich, den Schülern etwas beizubringen, etwas Sinnvolles. Wissen Sie was? Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung, Frau Tschich. Ist okay. Wir werden jetzt Mathe machen. Wirklich Mathe. Also mir ist es wirklich ein Rätsel. Wie konnte mein Mann Max diesen Julian einstellen? Er kennt ihn doch noch früher aus der Schule. Er weiß doch, wie er ist. Wegen dir bin ich aufgeflogen. Ich sag dir, das gibt einen Klassenbucheintrag. Ja, so, jetzt setz dich hin, wir fangen an. So, okay, wir werden jetzt eine Matheaufgabe machen. Also in Minecraft möchte ich mir ein Haus bauen. Und dafür brauche ich ganz, ganz viele Blöcke. Und die könnt ihr ja mal zusammenrechnen. Entschuldigung, Herr Vogel, aber ich glaube, das ist nicht der Lehrplan. Erzähl du mir nicht, was hier im Lehrplan steht. Ich mache, was ich will. Ich bin der Lehrer und jetzt bist du mal ruhig. So, okay, ihr habt jetzt hier ein paar Zahlen und die sollt ihr jetzt bitte zusammenrechnen, damit ich mir mein Haus bauen kann, aber schnell. Hell. So, ich habe 18 Holzblöcke, 14 mal Diamantenerz, 150 Blöcke Bruchstein und 12 Blöcke Wolle. So, einmal bitte zusammenrechnen, dann brauche ich das zu Hause selber nicht machen. Und während ihr das hier zusammenrechnet, gehe ich dann nochmal kurz aufs Klo. Bis gleich. So, und jetzt wird Zeit für meine tägliche Kritzelei auf dem Klo.
So, was könnte ich denn heute schreiben? Ah, natürlich, Julian Vogel. Nein, nicht Julian Vogel, da merken die das ja. Herr Vogel ist der Allercoolste und viel, viel hübscher als Mr. Handsome. Der ist doch schon in Rente. Na egal. So, erledigt. Und jetzt, oh, jetzt muss ich wieder in den Unterricht. Habe ich gar keine Lust drauf. Das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Wir haben letztens erst hier die ganzen Sachen geschrubbt und jetzt ist schon wieder die Wand vollgekritzelt. Oh. Welcher Schüler war das schon wieder? Ich denke, es ist ein und derselbe. Aber wer war das? Ein ganz, ganz schlimmer Finger. Okay, alles klar. Wer gewinnt, der kann entscheiden, was wir jetzt gucken, okay? Okay, schnick, schnack, schnuck. Ich hab gewonnen und deshalb darf ich mir jetzt aussuchen, was wir gucken. Pepper Woods. Boah, nee, das kann ich mir nicht geben. Ich bin weg, ich geh nach oben. Ach, komm schon. Das ist doch witzig. Julian, bleib hier. Och, Mann. Ich frag mal Mama. Vielleicht hat sie Lust, mit mir Pepper Woods zu gucken. Ich verstehe gar nicht, warum das keiner sehen will. Pepper Woods? Ja, mach schon mal an, Emma. Ich komm gleich dazu. Alles klar, Mama. Oh, das ist die witzigste Sendung, die es gibt überhaupt. Ach, das kommt mir nie gelegen. Und genau in dem Moment klingelt natürlich das Telefon und ich kann mich vor Pepper Woods drücken. Claudia Vogel, hallo? Ach, Maren, du bist's. Aha. Okay, heute? Na gut. Pepper Woods. Mama, komm, du verpasst das Beste. Aus Pepper Woods wird jetzt leider nichts, Emma. Wir müssen los. Wir müssen zu Tante Maren. Sie hat uns eingeladen. Wie, was jetzt? Okay, aber wir müssen uns beeilen. Ich gucke da Pepper Woods einfach weiter. Die haben ja auch einen Fernseher. Oh Mann, ich werde auf jeden Fall jetzt Bedwars spielen. Mhm, krieg ich hin. Nein, das wirst du nicht spielen. Es gibt jetzt keinen Krieg im Bett. Du gibst mir schön das Tablet und jetzt ist Schluss. Ja, warte mal. Warum muss ich jetzt mein Tablet ausmachen? Das verstehe ich nicht. Es ist doch noch gar nicht dunkel. Ich muss nicht ins Bett. Nein, wir werden alle gemeinsam zu Tante Maren gehen. Oh. Tja, Julian, vielleicht hast du keine Lust dazu, aber wir werden alle dahin gehen. Also, du, ich, Papa, Emma und Hannah. Ja, Mama hat gesagt, wir sollen uns hier treffen. Wisst ihr denn, wohin es geht? Geht es vielleicht in den Aquapark, in den neuen, also ins Hallenbad? Hä? Nein, Papa, es geht für uns nicht in den Aquapark. Es geht zu den Schnösitz. Hat dir das keiner gesagt? Nein, das kann sie mir nicht antun. Warum denn dahin? Ach, Papa, sei nicht traurig. Ich will da auch nicht hin, aber da kann man Pepper Woods gucken, hoffe ich. Ach, Kinder, wer musste denn Papa schon wieder sagen, dass wir zu den Schnösitz gehen? Er sollte es doch erst kurz vorher erfahren. Mama, ich finde, Papa hat das Recht zu erfahren, wo wir hingehen. Und er will es nicht. Und wir wollen das alle nicht. Oh, zu den Schnösitz. Das habe ich gar keine Lust. Aber vielleicht hat Nils endlich mal die PS4 und ein paar Spiele. Weil die sind ja reich. Also sagen sie immer. Also gut, vielleicht haben wir alle nicht wirklich Lust, zu den Schnösitz zu gehen. Aber wir sind immerhin noch eine Familie. Also los. Familie hin oder her. Hauptsache Pepper Woods. Ja, sehr gut. Also ich will ein Foto haben, wie ich hier so verträumt auf dem Sofa liege für mein Instagram. Ja, ist drauf. Habe ich im Kasten. Entschuldigung, wir platzen hier mitten rein. Stören wir gerade? Ach, Claudia, auf dich habe ich gewartet. Nein, ihr stört mich. Ganz toll. Das ist meine bezaubernde Schwester Claudia. Komm, Claudia, wir machen ein Foto zusammen. Ja, das kommt bestimmt sehr gut im Wahlkampf an. Ich will nicht. Ein bisschen lächeln wäre auch nicht schlecht. Ja, so ist schon besser. Ach, das war ja wieder sowas von klar. Wir müssen ja irgendwelche Pressefotos wieder mit denen machen, damit sie angeben kann, was für ein Familienmensch sie doch wahrscheinlich ist. Ich will Fernsehen. Ich glaube, das mit Pepper Woods kann ich mir abschminken. Wäre ich mal zu Hause geblieben. Ach, ganz toll, dass ihr alle gekommen seid. Und ich glaube, die Fotos, die sind klasse geworden. Ich glaube, also das klappt auf jeden Fall mit der Bürgermeisterwahl und ihr habt mir dabei geholfen, danke. Maren, jetzt mal ernsthaft, sind wir jetzt nur wegen diesen Fotos hier? Deshalb hast du uns hierher geholt? Ja, genau. Also wir sind jetzt auch durch, ihr könnt jetzt wieder gehen, da ist die Tür. Tschüss. Das ist meine Aufforderung, ich werde auch die Flucht ergreifen. Was für ein furchtbares Fotoshooting. Ich hoffe, es gibt bald wieder Topmodel. Mutter, also wenn jetzt die Familie Vogel schon da ist, können wir dann wenigstens zusammen spielen, wir Kinder? Das ist eine hervorragende Idee. Wir sind doch nicht umsonst hier hingekommen. Los in die Kinderzimmer. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist alles Privateigentum. Ich warne euch, sonst zeige ich euch noch an. Du, Isabel, also ich frage mich wirklich eins. Warum kann man deine Kuscheltiere nicht anfassen? Emma, weil das Teddybärenmuseum ist und im Museum darf man nichts anfassen. Verstanden? Also, eins wollte ich dir immer schon mal sagen, Tessa. Ich fand's mega daneben, als du versucht hast, Dave zu küssen. Das war mein Freund. Und das macht man unter Cousinen nicht. Weißt du was, Hannah? Das ist mir sowas von egal. Und außerdem spielt Dave jenseits seiner Liga. Er ist Zahnarztsohn. Und was will er denn mit dir? Aha, super. Wow, cool, krass. Weißt du, das ist ziemlich langweilig bei euch. Wie wär's, wenn du mal Minecraft aufmachst? Was? Minecraft? Das ist doch Kinderkram. Nein, nein, ich hab hier Online-Banking. Oh, Online-Banking? Also, ist man da in so einer Linie und muss dann die Bank überfallen? Oder was ist das für ein Spiel? Hab ich ja noch nie gehört. Das war ja wieder klar, dass du davon gar keine Ahnung hast. Nein, ich checke gerade meine Finanzen und naja, ein paar schulden mir noch ein bisschen Geld. Und du auch, Julian, 1 Euro, um genau zu sein. Ja, das war mal ein bisschen Capri-Sonne, mehr nicht, aber warte.
Du verleihst Geld? Wie ist da noch mehr möglich? Aber natürlich, Julian. Ich hab da einen richtigen Geschäftssinn für. Pass mal auf, warte. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, ich dachte, das wird deine PlayStation 4. Was ist das denn für eine Spardose, bitte? Das ist keine Spardose. Das ist mein Vermögen. Und gerne, bedien dich. Da staunst du, wa? Wie, ich kann mir jetzt was da einfach nehmen? Einfach so? Ich meine, ich brauche jetzt nicht so viel Geld, aber so viel zu haben wäre ja auch nicht schlecht. Isabel, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Kuscheltiere sind dazu da, um damit zu spielen und zu kuscheln und nicht sie nur anzugucken. Das ist total blöd. Ich will nach Hause. Wuppdiwupp, da bin ich sofort mit dabei. Ich will auch nach Hause. Tessa kann mir gestohlen bleiben. Mama, wir haben genug. Können wir nicht endlich nach Hause gehen? Das ist total doof bei den Schnösels. Ach, Kinder, das ist gar keine schlechte Idee. Mir reicht's eigentlich auch. Was wollen wir denn machen? Wie wär's mit Spielplatz? Oh, das klingt gut. Okay, dann nehme ich hier das. Ich weiß zwar nicht, wie viel das jetzt ist, aber die Farben, die finde ich irgendwie cool von den Scheinen. Julian, keine Ahnung, aber deine Schwester kommt schon. Ich kann dir eins sagen, wenn du Geld hast, hast du Freunde. Julian, wir gehen jetzt nach Hause. Wir wollen auf den Spielplatz gehen. Also, komm. Ach, Julian, könntest du das Geld bitte wegpacken? Ich möchte hier nicht jedem was geben. Das soll keiner sehen. Ja, ich komme schon sofort. Und Julian, vergiss nicht. Hast du Geld? Hast du Freunde? Mit Geld kann man so einiges erreichen, sage ich dir. So, das tippe ich direkt mal ab. Julian Vogel, 700 Euro plus die Zinsen. Das wären dann nächste Woche schon 1000 und danach schon 1400. Sehr gut. Claudia, guck doch. Oh, du guckst gar nicht, Claudia. Guck doch mal, was ich kann. Ja, super, Martin. Klasse. Oh, du bist schon oben angekommen. Wahnsinn. Emma, warte. Ich bin schon Profi. Lass dir das mal von dem Papa zeigen. Wie soll ich das machen? Ich helfe dir. Mama, guck mal, was ich kann. Guck mal. Ja, prima, Hannah. Oh Gott, also, ich muss die ganze Zeit als Mama gucken. Dieser Satz, Mama, guck mal. Wie oft habe ich den schon gehört? Hey, Leute. Ich bin da. Also, ja, okay, meine Geschwister sind auch alle da, aber kann ich vielleicht auf das Karussell? Nein, wir sind hier schon zu zweit, hier ist kein Platz für dich. Oh, das ist ja witzig, du hast genauso rote Haare wie ich, also das kommt nicht bei vielen vor. Ja, und? Kann ich jetzt aufs Karussell? Oh Mann, du bist ja echt witzig, nur wegen den roten Haaren. Nein, ich bin hier gerade mit meiner Freundin. Zieh Leine. Oder was kriege ich dafür, wenn du draufkommst? Wie, was? Also, ne, wobei... Ich könnte dir was geben. Wo habe ich das denn nur? Das waren doch zwei Scheine. Hier, das kann ich dir geben. Also, euch geben. Kann ich jetzt bitte aufs Karussell? Was macht der Witze? Der will uns 500 Euro geben fürs Karussell. Naja, na klar kannst das du drauf. Das macht Moment mal, normalerweise, jetzt ist es gar nicht so schlecht, als Mama mal zu gucken. Was ist denn da vorne los? Hat Julian da Geld in der Hand? Ja, dann lass mal die Kohle hier rüber wachsen. Klar, und jetzt kannst du aufs Karussell. Julian, kannst du mir vielleicht mal erklären, was das soll? Mama, wo kommst du denn auf einmal her? Ich wollte meinen neuen Freunden nur was ausgeben. Ja, ich bin ganz brav und hilfreich. Julian, kannst du mir bitte mal erklären, woher du 500 Euro hast? Das ist ein Riesengeldschein. Wo kommt der her? Die habe ich von Nils. Und außerdem meinte er, wenn ich Geld habe, habe ich Freunde. Und deswegen, ja, habe ich das angeboten. Oh Mann, die Kohle können wir uns jetzt abschminken, wo die Mutter gekommen ist. Das wäre auch zu cool gewesen. Oh ja, aber das war klar. Woher hat er das Geld? War bestimmt eh nur Spielgeld, denke ich. Oh Mama, ich wollte doch nur aufs Karussell. Jetzt komme ich da schon wieder nicht drauf. Mit 500 Euro? Ja. Julian, du kannst nicht einfach 500 Euro mit zum Spielplatz bringen. Ich meine, das ist eine Riesenstange Geld, was man damit alles anstellen kann. Kinder wie du sollten nicht so viel Geld besitzen. Oh, aber Mama, ich wäre fast auf das Karussell gekommen. Und wie viel sind das? 500 Euro? Oh, das ist ja viel. Julian, du musst nicht versuchen, dir irgendwelche Freunde zu erkaufen. So denn nicht? Du hast doch Freunde. Vielleicht jetzt hier nicht auf dem Spielplatz, aber du bist ja mit uns da. Das Geld gibst du lieber mal mir. Und 200 hast du auch noch. Das geht wieder zurück an Nils Schnöse. Ich verstehe überhaupt nicht, warum er so viel Geld hat. Hallo Stefan, hier ist Claudia. Ich wollte fragen, wann du heute Abend vorbeikommst. Ist es ja auch schon gleich. Haben wir eigentlich eine Uhrzeit abgesprochen? Ach super, jetzt gleich. Ja gut, ich muss nur ganz kurz noch was vorbereiten. Bis dann. Wie was? Habe ich das richtig gehört? Onkel Stefan kommt hierher? Das kann eigentlich nur eins heißen. Wir bekommen wieder was Neues. Das muss ich unbedingt Hannah und Julian erzählen. Was ist es wohl? Das verstehe ich nicht. Warum denn? Nein. Oh, toll, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Julian, leg sofort dein Tablet weg. Wir müssen uns dringend besprechen. Hä, was besprechen? Das klingt ernst. Also ist auch besser, bei Minecraft läuft's gar nicht. Was gibt's? Wir holen am besten noch Hannah dazu. Hannah! Was ist denn los, Emma? Warum schreist du so rum? Ich höre dich doch. Es gibt eine Besprechung, komm. Eieiei, das klingt echt ernst. Also so Besprechungen werden selten abgehalten. Ich gehe mal lieber da hinterher. Also, ich habe gerade was mitgehört bei dem Telefonat von Mama. Und zwar kommt Onkel Stefan gleich vorbei. Und das heißt eigentlich nur eins. Und das heißt, wir kriegen was Neues. Was hat er noch gesagt? Ja, keine Ahnung, nichts. Wir müssen unbedingt herausfinden, was es ist. Was wird er wohl bauen? Vielleicht können wir auch sagen, was er bauen soll, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir können ihm nicht sagen, was er bauen soll. Weil Mama hat ihn ja hergeholt. Wahrscheinlich hat die sich irgendwas ausgedacht. Ich denke, jetzt habe ich alles für unseren Besuch vorbereitet. Ja, ich glaube, das sollte reichen. Kinder, kann mir mal einer erklären, was hier... Julian, was machst du denn? Hannah, was wollt ihr im Bad, bitte? Könnt ihr euch bitte... Das ist doch gar kein... Was macht ihr im Badezimmer?
Papa, was ist das denn für eine Frage? Was macht man in der Badewanne? Baden. Und ich bin auf Toilette. Das sehe ich. Könnt ihr bitte nicht draußen spielen? Also bitte nicht hier im Badezimmer. Das ist doch totaler Quatsch. Oh Mann, er hat doch unsere Besprechung gestört. Aber das kann nicht sein. Also, Mann. Wir müssen weitermachen. Martin, kommst du dann? Unser Besuch ist gleich da. Oh ja, ist ja gut. Kann man nicht mal in Ruhe auf Klo hier? Ich komme gleich. Aber wir haben nicht mehr lange Zeit. Ja, komm gleich. Was sollen wir ihm sagen? Was haben wir uns bauen sollen? Wir brauchen Ideen. Ach, da ist er auch schon. Hallo Claudia, ja, danke für die Einladung. Genau, danke. Kein Problem, ihr beiden. Also Stefan, dich übersieht man in der Dunkelheit auch nicht, du mit deiner Warnweste. Na, wo steckt denn Martin, mein altes Haus? Martin! Claudia, die sind übrigens für dich, die habe ich dir extra mitgebracht, bitteschön. Jetzt fängt er auch noch an. Stefan, ich komme, ja! Also, ihr könnt gerne zugreifen, ich habe einiges hier vorbereitet. Bedient euch ruhig. Dann wollen wir mal auf den Abend einen anstoßen. Prost! Na, wer bin ich? Och, Martin, jemand mit total nassen Händen. Das ist richtig, ich war gerade auf Klo und naja, ich habe nicht abgetrocknet. Also, ich freue mich so sehr auf die Party von Harry. Oh, Martin, du bist total der Klops. Wie bitte? Party von Harry? Kinder, was habt ihr denn hier? Was ist das denn für ein Bauplan? Da haben wir uns was überlegt, das ist so ein Tunnelsystem. Also, ja. Das kannst du unter unsere Zimmer bauen, dann können wir immer durch die Tunnel. Ja, wie so ein Lüftungsschacht. Kinder, tut mir leid, aber ich bin heute nicht hier, um was zu bauen. Wir wollen gleich alle zusammen los zu der Party von Harry. Oh, Party, da bin ich dabei. Cool, da sind wir dabei. Ja, da komme ich mit. Kinder, das geht nicht. Das ist nur was für Erwachsene. Ihr bleibt zu Hause. Ihr habt's gehört, Kinder. Tut mir leid. Ach nö, ich muss dann auf die beiden aufpassen. Ihr habt mich gar nicht gefragt. Vielleicht habe ich ja was anderes vor. Hausaufgaben oder so. Nein, alles gut. Wir haben Babysitter besorgt. Also es ist ja auch schon relativ spät mittlerweile. Oh, sag mir nicht wieder irgend so eine Verrückte von der Babysitter-Agentur. Tu uns das nicht an. Diesmal nicht, aber verrückt kommt vielleicht hin. Oh, ich glaube, es hat geklingelt. Ja, darf ich präsentieren? Der Verrückte. Hallöchen, hier ist der Opa, der Partycrasher. Also, ob das so eine gute Idee war, Opa jetzt zu holen? Ich weiß nicht, er hat noch nie so spät abends auf die Kinder aufgepasst. Opa, endlich! Oh, hallöchen, meine Lieben, hallöchen. Du, Stefan, sollten wir nicht vielleicht auch hier bleiben? Der Opa scheint wirklich eine richtige Spaßkanone zu sein. Also, ich habe von dem Opa auch nur Gutes gehört, aber wir können ja Harry nicht enttäuschen. Alles klar, der Opa hat hier die Lage im Griff. Ihr könnt gerne jetzt gehen. Ja, genau, wir machen mit Opa unsere eigene Party. Und meine da kleine ist die Emma. Tür. Tschüss. Alles klar, Startschuss. Dann wollen wir mal ab zu Harry. Ja, tschüssi. Oh, jetzt haben wir den Martin aus seinem eigenen Haus geworfen. Davon habe ich immer geträumt. Du, Opa, was machen wir heute Schönes mit dir? Also ich finde die Idee von Emma gar nicht so schlecht. Wie wär's denn hier mit so einer Gegenparty, hä? Ja, Party! Alle Kimmel mit mir mit! Alles klar, dann einmal die Telefonnummern her! Also, Julius soll kommen! Und dann auch und Sarah und Mia und Steve, und Ines! Oh, tolle Deko, die wir hier gemacht haben! Und schaut euch diese Soundanlage an, so viel Bass! Jetzt geht's los mit der Party! Na dann, ich würde sagen, ab geht die Party, aber wo sind denn die Leute? Kommen die jetzt auch bald? Also bitte, stehst du auf der Gästeliste? Also mit diesem Outfit kommst du definitiv nicht rein. Was? Also ich wurde doch eingeladen von Emma und ich habe eigentlich immer dieses Blümchen-Oberteil an. Ja, ich bin so ein Witzbold. Natürlich, viel Spaß auf der Party, Kleine. Opa! Es sind jetzt alle Leute da. Musik an! Wo ist die Musik? Na dann machen wir mal die Bass Machine an auf 5000! Yeah! So, und der Opa ist an der Bar. Wer möchte Orangensaft oder Apfelsaft? Wenn es sein muss, auch Kakao. Aber das war's dann auch. Hey, Julian, also das ist ja eine richtig coole Party. Gibt's irgendeinen Anlass? Hast du Geburtstag oder so? Nein. Du, Emma, dein Opa wollte mich jetzt gar nicht auf die Party lassen wegen meinem Oberteil. Nicht? Ach so, das war bestimmt ein Witz. Witze macht er öfter. Okay, Leute, macht mal ein bisschen Platz für den Opa. Ich zeige euch, wie wir das zu meiner Zeit gemacht haben. Du, Hanna, was macht denn dein Opa da? Das frage ich mich gerade auch. Soll das ein Handstand werden? Das wird der Schritt-Schritt-Robocopter. Opa, das musst du mir auch beibringen. Ich wusste eigentlich, dass du Breakdance kannst. Also bitte. Früher war das einfacher. Ich kann nicht mehr. Kinder feiert weiter. Also, wie klingelt das doch irgendwo? Wo ist das Telefon? Hallo? Kinder, einmal die Musik leiser oder komplett aus. Ich muss einmal das Telefon. Was ist euer Ernst? Ihr kommt jetzt schon wieder? Aber... Oh, ja, gut, okay. Okay, Kinder, wir haben ein kleines Problem. Die Party ist vorbei. Eure Eltern kommen, ja. Oh nein. Oh nein. Also, die Party war richtig cool, aber leider viel zu kurz. Naja, vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen länger. Ich fand die Party auch ziemlich cool. Und endlich konnte ich mal wieder mit dir tanzen, Hanna. Ja, der fand ich auch toll. Okay, Kinder, die Gäste sind jetzt weg. Ja, und jetzt sind wir ein Team. Wir müssen hier alles wieder wegräumen, wie es vorher war. Okay, machen wir. Schnell. Opa, okay, los. Du kannst auf uns zählen. Was sollen wir machen? Wo sollen wir denn anfangen? Hallo, wir sind wieder da. Na, wie geht's den Kindern? Waren sie brav?
Ach, hallo ihr beiden, ihr seid aber früh wieder da. Na, wie war denn die Party? Also bei uns war nicht so viel los. Wir haben ein bisschen Memory gespielt und dann waren die Kinder schon müde. Also mehr nicht. Emma, stehst du dann auf? Du musst zur Kita. Wie, was? Heute? Ich dachte, heute muss ich nicht. Muss ich etwa jeden Tag zur Kita? Genau, richtig geraten. Jeden Tag in die Kita. Ich werde schon mal Frühstück machen. Oh Mann, ich habe mir irgendwie das Leben als Kita-Kind viel weniger stressig vorgestellt. Immer muss ich da hingehen. Mann, ich würde lieber zu Hause bleiben. Hä? Aber so wie es aussieht, muss Julian nicht in die Schule. Kann der etwa hier bleiben? Toll. Und auch Hannah ist schon wach, aber die geht bestimmt auch nicht in die Schule. Sieht jedenfalls nicht so aus. Nur ich. Aber welcher Tag ist heute denn? Ich verstehe das nicht. Ich dachte, wir hätten Wochenende. Emma, kommst du dann runter? Dein Frühstück ist schon fertig. Ja, ich bin auf dem Weg. Und ich dachte, heute gibt's mal was ganz Besonderes für dich. Lass es dir schmecken. Boah, Donuts zum Frühstück? Und was ist denn da in dem Trinkbecher? Das musst du schon selbst rausfinden. Probier mal. Ist das... Das ist ja ein Schokoladenmilchshake. Wow! Oh, Mama, danke schön. Das ist ja wirklich mein Glückstag. Außer, dass ich in die Kita muss. Genau, Emma. Ich wollte dir den Tag ein bisschen versüßen. Wir bleiben heute alle zu Hause. Nicht mal Papa muss zur Arbeit. Nur du in die Kita. Naja. Wie, was? Ich bin die Einzige, die heute das Haus verlässt und alle anderen bleiben hier? Na toll! Na gut, Emma, dann wollen wir mal los. Jetzt bist du ja wirklich gestärkt für die Kita. Guten Morgen, Brigitte. Ich bring Emma vorbei. Hallo alle zusammen! Ah, super. Frau Vogel, Sie können ruhig gehen. Wir kriegen das schon alleine hin hier. Dann mach's mal gut, Emma. Tschüss. Ich hole dich dann heute Abend wieder ab. Wie, was? Heute Abend? Aber Brigitte, ich werde auch sonst immer abgeholt, bevor es dunkel ist. Warum denn erst heute Abend? Wahrscheinlich, weil deine Eltern und deine Familie dich nicht sehen möchten, weil sie dich nicht zu Hause haben möchten, denke ich mal. Wie, was? Die wollen mich nicht zu Hause haben? Was wollen die denn ohne mich machen? Ich verstehe das nicht. Das ist aber ganz schön frech von denen. Aber Brigitte, ich wäre auch gerne zu Hause. Ich verstehe das nicht. Warum wollen die mich nicht dabei haben? Gute Frage, Emma. Ich denke, weil du eine ziemliche Nervensäge bist. Tut mir leid, aber so ist es nun mal. Boah, Brigitte, du bist ganz schön fies und gemein. Hätte ich nie gedacht. Wie kannst du mir das einfach so sagen? Mann, oh Mann. Oh, meine Familie will mich nicht. Brigitte ist fies zu mir, aber wenigstens habe ich noch meine Freunde. Hallo! Emma, du kannst hier nicht ins Bällebad, ist schon voll. Wie, war's schon voll? Aber ich bin doch jeden Tag hier im Bällebad. Wieso das denn? Das kann nicht sein. Was machst du denn hier drin, Maurice? Das kann... Wieso? Du bist doch überhaupt nicht im Bällebad sonst. Deswegen ist es schon voll. Doch, Maurice gehört jetzt zu unserer Clique. Und deswegen kannst du jetzt hier nicht mehr rein. Aber Maurice ist doch sonst immer nur hier bei diesem Kinderspielzeug. Der liegt da auf dem Rücken und sagt gar nichts. Na und, Emma? Also, Maurice ist sowieso viel cooler als du und wir verstehen uns auch ohne Worte. Aha, Maurice macht nur Blabla, Quack, Quack. Kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr habt Maurice gegen mich ausgetauscht, aber ich dachte, wir wären Freunde. Was? Wieso Freunde? Nein, niemals. Wer hat das denn bitte gesagt? Da kann ich mich nicht erinnern. Was? Du wirst mich wohl veräppeln. Wieso? Natürlich sind wir Freunde. Weil, als du deinen ersten Tag hattest und so, da war ich auch nett zu dir. Und warum bist du jetzt so gemein zu mir? Du, Emma, das ist die Wahrheit. Keiner mag dich hier in der Kita. Niemand. Was? Ich verstehe das nicht. Ich gehe jetzt zu Brigitte. Kein Kind will heute mit mir spielen. Brigitte, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber die anderen Kinder mögen mich einfach nicht. Ach, Emma, das ist auch kein Wunder bei dir. Ich mag dich auch nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie man dich ausstehen kann. Also ich habe das ja nicht für möglich gehalten, aber ich werde heute meinen Tag auf dem Schaukelpferd verbringen in Einsamkeit. Und dabei gucke ich den anderen zu, wie sie da lachen und spielen. Und ich bin einfach nur traurig. Wisst ihr was? Mir reicht's. Könnt ihr mir jetzt mal bitte erklären, was ich euch getan habe? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich war immer nett zu euch. Ihr seid meine Freunde. Und warum macht ihr jetzt so doofe Sachen mit mir? Emma, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich mit dir rede. Wir reden jetzt nie wieder mit dir. Oh, womit habe ich das nur verdient? Ich wünsche mir, ich hätte ein eigenes Bällebad. Ja. Hm? Sind wir hier etwa bei Wünsch dir was? So, wir sind da. Ja, wo ist denn das Bällebad? Wo ist das Bällebad jetzt? Hä, wie kommt ihr denn jetzt so schnell hier rein? Und Onkel Stefan, was machst du hier? Naja, tatkräftig anpacken. Los geht's. Okay, Jungs, auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Los. Na, was soll das denn? Runter! Ich will sofort wieder runter! Hä, also, das Bällebad könnt ihr mitnehmen. Ich will ein großes, aber die Kinder könnt ihr ruhig hier lassen. Ja, okay, also so wie Emma sich das wünscht. Hm. Und jetzt? Und jetzt haben wir gar kein Bällebad mehr. Na, dann wird's mal Zeit für ein neues Bällebad, oder? Oh Mann, Jungs, das ist echt ein Riesenbällebad. Ich hoffe, das passt überhaupt hin. Ich glaube, hier steht's ganz gut, da wo das alte war. Ja, perfekt. Also, Emma, unsere Arbeit ist getan. Also, das Bällebad ist fertig. Wir sind dann weg.
Boah, das ist ja super. Ich habe nur gesagt, ich wünsche mir ein neues Bällebad. Und schon habe ich eins. Jetzt wünsche ich mir, dass meine Freunde wieder nett zu mir sind. Natürlich sind wir nett zu dir. Wir würden doch niemals gemein zu dir sein. Wieso denn? Hier ist doch dieses Bällebad. Wir sind Freunde. Das ist ganz toll. Emma, stehst du dann auf? Wir wollen frühstücken. Wie, was? Aufstehen? Ich bin doch schon aufgestanden. Und Frühstück? Da gab es doch Donuts und einen Schokomilchshake. Und ich habe mir ein Bällebad gewünscht. Was? Donuts zum Frühstück und Schokomilchshake? Das klingt ja nach Wünsch dir was. Emma, es ist Wochenende, du musst nicht in die Kita. Aber trotzdem aufstehen, Frühstück.